herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 310. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Gute, hallo. Der Dennis. Ja, servus, hallo. Der Basti. Gute. Und wir haben einen Gast, aber eigentlich sind wir ja quasi zu Gast, und zwar Henny Nachtsheim. Wer kennt ihn nicht? Weiß ich nicht. Machen wir eine Umfrage. Wer kennt ihn nicht? Von 100 Befragten 80. Werner Schulze. Ja. Wir haben 100 Leute gefragt. Ja, genau. Schreibt uns bei Twitter. Ja. Ja, schreibt uns bei Twitter, wer ist wer, genau. Wer nicht. Was machen Sie? Wer sind Sie? Gehen Sie von meinem Grundstück runter. Ja, genau. Wunderbar, schön, dass du heute da bist. Ja, ja, das ist deswegen, alle, deswegen auch nicht so verblüffend, weil ich hier wohne. Das erklärt einiges. Das erklärt das so ein bisschen. Ja. Das ist eigentlich eher verblüffend, dass du da bist, zum Beispiel. Das ist durchaus richtig, ja. Aber ich merke, hier kommen alle Punkte zusammen. Ja, das ist, genau, das ist großartig, genau. Wir wollen über die Eintracht reden, weil, wie vielleicht auch der eine oder andere weiß, du bist... hast auch eine gewisse Beziehung zur Eintracht. Ja, kann man so sagen. Genau. Kann man so ein sagen. Ein dezenter Flirt, der mich mit ihr verbindet. Nee, ich bin auch Mitglied. Ich bin auch Eintracht-Mitglied. Okay. Ich bin Mitglied geworden nach dem letzten Abstieg. Zwei Tage danach war ich im Eintracht-Museum beim Matze. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich war irgendwie so in so einer Aufbruchsstimmung. Ich war sicher, dass wir gleich wieder aufsteigen. Irgendwie und es war mir dann, ich wollte dann auch für mich selber so zeigen, dass es echt scheißegal ist. Also ich liebe den Verein ja wirklich so, dass es mir auch wurscht ist, ob ich jetzt Mitglied von einem Zweitligisten oder Erstligisten bin. Ist es nicht total krass? Also ich meine, wir werden gleich über die Eintracht sprechen. Ich finde es aber total interessant, dass du sagst, nach dem Abstieg, guck dir beim HSV an, ne? Guck dir, da ist es genauso. Die haben jetzt 3000 neue Mitglieder jetzt in der letzten Zeit, ja, weil sie genau dieses Gefühl hatten, wo du meinst, okay, ganz ehrlich, wir müssen jetzt was ändern, aber das müssen wir alle zusammen machen. Ja, lass cool uns jetzt gemeinsam machen. Und da gab es ja auch diese Welle. Ist cool, und das ist auch, ich glaube, das wird dem HSV mega gut tun. Ich erinnere mich an einen, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber da verjüngte sich bei uns auch das Publikum nach dem Abstieg. In der zweiten Liga war das Publikum viel jünger, und ich hatte das Gefühl, das ist eine saugute Zäsur, und es sind auch aufgestiegen, und da war das genau richtig. Das war nicht der mit Willi Reimann, das war der davor irgendwie. Also auf jeden Fall war ich da auch im Stadion, hatte das Gefühl, gerade beim Aufstiegsspiel dann, das ist der richtige Weg. Also manchmal ist einfach diese Zäsur, so oft man die auch zitiert, einfach richtig. Manchmal muss es sein. Aber zum Glück haben wir mit dem Abstieg jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Wer weiß, wie lange. Nein, wir haben langfristig nichts mehr damit zu tun. Ich will aus dem Fenster lehnen, aber ich habe irgendwie, mein Eintracht-Grundgefühl ist mega optimistisch. Ja, ich echt bin. Vielleicht bin ich auch noch benebelt, so wie wenn man verkatert ist nach dem Saufen oder so. Oder hat noch so Restpegel. Oh, hoffentlich hält es immer an. Wir werden es mal sehen. Aber wir sind jetzt so eine Woche eigentlich mehr oder weniger nach dem Pokalsieg, ne, René? Nicht mal ganz eine Woche, ja. Und es hält irgendwie in der Tat noch an. Also ich bin auch noch so nah am Wasser gebaut. Ich merke das immer wieder. Ich habe heute den Rasenfunk gehört mit Pia und Bewe. Und da sind so ein paar monumentale Sätze gefallen. Das kann ich mir da nicht anhören. Dann bin ich auch immer froh, wenn ich in der Situation alleine bin. Also wenn ich zum Beispiel den Rasenfunk jetzt irgendwie im Rewe gehört hätte oder so, wäre das echt eng gewesen. Hätte ich mich irgendwo kurz im Regal verstecken müssen. Naja, ob man bei Rewe so in Rührung kommt, weiß ich jetzt nicht genau. Sehr einfach gestrickt sein. Thomas Müller! Oh, genau. Ich glaube, bis Basti Thomas Müller umarmt, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Ja. Das wird nicht vorkommen. Nein, muss ja auch nicht sein. Aber zwischen den Reis und dem Hummus Regal. Also. Genau. Liegt der Flend auf dem Boden im Regal. Ja, aber es ist tatsächlich so. Ich merke das auch. Also ich habe vorhin war ein Freund von mir, der mir hier im Garten hilft, der Edin, und der war auch in Berlin, und der sagt, er ist raus und wie paralysiert. Er hat draußen am Bierstand gestanden mit wildfremden Leuten, wildfremde Männer haben sich weinend umarmt und waren erstmal nur geflasht und konnten das gar nicht glauben. Ich glaube, also Bayern-Fans können überhaupt nicht auch nur annähernd erahnen, was wir am Samstag gefühlt haben. Dieses Drehbuch war auch zu perfekt. Oh ja. Du hast diesen monumentalen Lauf mit diesen 70 Metern, da gibt es so viele Kommentare und Videos dazu. Ja. Ich habe mir das, glaube ich, schon 3000 Mal angeschaut. Und das ist ja nicht allein. Aber das fing ja schon bei dem Elfer, bei dem nicht gegebenen Elfer an, wo der Dings nicht sagt zu meiner Freundin, ich sage, den gibt er. Ich sag, sagt sie, was würdest du ihm geben? Sag ich, ich find's nur komisch, dass er links trifft und das rechte Bein geht hoch. Das sieht scheiße aus. Stimmt. Das ist eigentlich so, jetzt ist vielleicht keine klassische Schwalbe, aber man spricht ja gerne von das Foul ziehen. Ja, und das ist dann in so einem Fall so. Der Verteidiger bietet es an, oder in dem Fall Boateng, und der Stürmer nimmt's an, oder Martinez, aber und dann geht er wirklich und zeigt auf die Ecke. Und ich saß so da und sag, jetzt werden wir Pokalsieger, weil jetzt ist der Fußballgott hat sich eindeutig entschieden. Und dann kam dieser Moment dieses Laufs, den ich mir, glaube ich, nachts, ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe. Aber wie krass. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gucke es und denke jedes Mal, trifft er auch. Ich habe immer noch Angst, dass er nicht trifft. Ja, dass er Hummels noch abgrätscht. Ich habe das immer. Spiel auch viermal gesehen, und bei jedem Bayern-Angriff denkst du, oh nein, ich kann da gar nicht hinschauen. Das wenn sich das im Nachhinein noch mal ändern würde. Ja, ist doch gut, ist doch geil, geisteskrank. Ganz oder? Klar, im Stadion habe ich auch gedacht, Alter,
schieß gar nicht, lauf mit der Falle vor. Ja, ich habe auch Angst gehabt, dass er von der Mittellinie schießt. Ich habe gesagt, kümmert er so. Ja, dann kümmert er so und dann kriegen die noch einen Angriff, weil, wie ihr es gesagt habt, das Gacinovic-Tor war nicht das Einzige. Wenn du dir überlegst, die Bayern und aus der Heimat kam schon die WhatsApp, ja, das war ein klarer Elfmeter. Weil im Fernsehen mussten die es scheinbar auch gesagt haben, das ist ein klarer Elfmeter, der wird jetzt hingehen, sich absichern und dann zeigt er auf den Punkt. Und du siehst deine ganzen Befürchtungen wahr werden, die du hast, okay, das klappt eh nicht, das klappt eh nicht. Das habe ich in der 89 Minuten noch gedacht, nee, die machen gleich das Ding. Dann kommt das und dann hast du, das war mir eigentlich zu viel, weil ich erinnere mich auch gar nicht mehr an alle Szenen. Dann, weil A, jubelst du, dass es Eckball gibt. Bist mit dem Jubel noch gar nicht fertig und fängst schon mit dem neuen Jubel an, dass er losläuft. Guckst um dich rum, die Leute fangen langsam an zu flennen. Dieser Jubel wird immer lauter. Ja, und dann war das war wie eine spirituelle Reinigung fast. Das war echt übel. Wie eine Eruption eines. Das war eine Eruption, aber nicht so eine plötzliche bei so einem Kopfballtor, wo du das vorher nicht erahnen kannst, sondern die hat sich hochgearbeitet. Ja, du hast ja auch, dass die Mannschaft da Bank mitrennt, wie beim American Football und so. Ja. Das habe ich noch nie gesehen bei der, noch nie. Und das war einfach irgendwie, das war ergreifend. Das habe ich aber auch erst in der dritten Wiederholung realisiert, weil ich so auf den Spieler und auf den Ball fokussiert war, dass ich überhaupt ausgeblendet, was links und rechts passiert ist. Also das habe ich auch erst in der Wiederholung nachher wahrgenommen, dass die da mitgelaufen sind. Ja. Klar, so ging es ja jedem. Man hat erstmal auf den Ball geguckt, aber es war. Ich glaube, im Stadion war es halt auch gerade, was ihr jetzt auch gesagt habt, mit diesen Szenen vom Videobeweis. Das ist natürlich, du hängst ja noch mehr in der Luft als Fernsehzuschauer, ist das ja nochmal was ganz anderes. Und wir haben da gestanden, oh Gott, es wird nichts angezeigt. Was ist da los? Die Unruhe, dann die SMS, WhatsApp, was halt eben irgendwie ins Stadion kommt. Es war einfach nur der absolute Wahnsinn. Und ich denke, diese Achterbahn, es hat langsam angefangen und am Ende noch der Looping und alle haben reingekotzt, so ungefähr. Es war einfach geil. Nachdem du irgendwie 10 Stunden nach Berlin gebraucht hast, ne? Diese Regionalbahn und Regionalexpress gefahren. Ja, also die haben sich wirklich hardcore gegeben. Ich glaube, ich spreche auch jetzt kein Geheimnis aus, wenn du nicht mehr ganz nüchtern warst. Nein, das ist absolut in Ordnung. Obwohl es während dem Spiel wieder ging. Das ist krass. Bei mir war das auch so krass. Ich war rabendicht vor dem Spiel, weil das zu lange gedauert hat. Ich kann das bezeugen. Es war zu warm. Und dann hast du aber durch die Nervosität des Adrenalins spült das alles raus. Und ich stand in der Halbzeit nach. Meinst du? Hey, Autofahren hätte trotzdem nicht mehr sollen. Genau. Ja, aber das aus mehreren. Die einen sagen so. Aber das war schon, ich fand das eine krasse Erfahrung. Ja. Also, geil. Wir hatten viele Momente, 6-3 Reutlingen, 5-1 Lautern und so, aber das fand ich nicht vergleichbar, weil das andere hat immer irgendwie eine Katastrophe verhindert. Genau, oder es hat oder halt einen Aufstieg. Also das war... Es war ja eigentlich die gerade Werdung von gewissen Ups und Downs. Das ist ja jetzt ein monumentales Hoch, was du hast, weil es eigentlich, zum ersten Mal seit 30 Jahren ein ganz klarer Erfolg ist. Etwas, was du niemals mehr wegnehmen kannst dem Verein. Und das hatten wir jetzt beim letzten Podcast schon mal gesagt, das ist gleichzeitig auch sowas, dass du sagst, du kannst hier ein bisschen auch vielleicht ein neues Zeitalter einleiten, ne? Weil du kannst jetzt schon sagen, die Eintracht hat sich vielleicht revitalisiert von dem nicht geholten, von der nicht geholten Meisterschaft, von den vielen Abstiegen hin jetzt zu einer neuen Ära, wo wir sagen, das ist der Pokalsieg. Stimmt. Und jetzt geht's weiter. So ist es. Aber jetzt haben wir ja sozusagen, wir haben ja schon verraten, einige waren im Stadion, aber du hast es ja zu Hause geschaut gehabt. Ich habe es zu Hause geschaut, weil ich mit Gerd Basals auf Promotour in München war und offen, ganz ehrlich bin, dass mir das so anstieg. Ich kam einen Tag vorher wieder und ich war schon 3000 Kilometer im Auto gefahren, kein Witz in der Woche, und ich habe dann gesagt, nee, und ich habe es dann hier geguckt. Ich ziehe das so ein bisschen an, dass ich bei wichtigen Toren oft nicht anwesend bin. Nach 1-0 war ich auf dem Klo. Ich hole ihn immer Grüße an den Axel. Ich ging nicht anders. Und dann stand es eben 1-0 und dann ich sah das Spiel auch, wie die gut drauf waren und so, und dachte so, ich werde das jede Sekunde aufsaugen, wer weiß, wie lange es hält mit dem 1-0. Und dann kam meine 17-jährige Tochter hoch mit ihrer Freundin und sagt, Papa, du musst mal zum Bahnhof fahren, der Zug fährt in 12 Minuten, wir müssen Gas geben. Und ich sag's mal, Lucy, hast du einen Arsch auf, hast du einen Knall? Wir spielen hier gerade im Deutschen Pokal, sagst du, interessiert mich ein Scheiß, mich interessiert der Fußball nicht. Da bin ich weiß nicht, zum Glück gibt's keine Blitzer auf der Strecke. Ich weiß nicht, ich war noch nie so schnell an dem Bahnhof wieder zurück. Und so ist es ein paar Mal. Ich habe zum Beispiel gegen Argentinien bei der WM in Deutschland das Tor auch nicht gesehen. Da war ich auch auf dem Klo. Und das Schlimmste war, wo wir gerade noch, dann habe ich es auch fertig, war das Tor von Fjartov. Dieses Tor von mittlerweile ein Daumenkino. Da habe ich noch mit meiner Frau Kerstin zusammengelebt. Und dann sitze ich vorm Sie hatte mich gebeten, nicht ins Stadion zu gehen, weil doch meine Schwägerin kommt. Und die wäre so enttäuscht, wenn ich nicht da bin. Dann bin ich zu Hause geblieben.
Und dann sitze ich davor und dann schreien die recht an die aus, sagte, wir brauchen noch ein Tor. Auf einmal kommt Kerstin rein und sagt, Henny, du musst Eda mal so ihren Koffer reintragen. Ich sage, Kerstin, es ist noch ein paar Minuten, ich kann jetzt keinen Koffer reintragen. Gleich sagt sie, nein, der Koffer steht schon auf der Straße, es fängt vielleicht gleich an zu regnen. Du musst bitte den Koffer reinholen. Eda, bitte. Ich gehe raus, ich nehme den Koffer in die Hand, in dem schreit die ganze Straße vor. Und ich stehe mit dem verfickten Koffer auf der Straße und bin der einzige Mensch, der einzige Eintracht-Fan wahrscheinlich auf dem ganzen Planeten, der in dem Moment, obwohl er es hätte sehen können, dieses Tor nicht live gesehen hat. Ich bin dann reingerannt mit dem Dings und da lagen schon alle auf den Armen, in Armen aufeinander. Und es, ja, also das ist irgendwie so ein bisschen so. Aber ich habe das umso dankbarer, dass ich das Gacinovic-Tor tatsächlich live gesehen habe irgendwie und nicht irgendwie. Was macht man denn da? Also bist du dann aufgestanden durchs Zimmer, Tisch weggeschmissen? Zum Glück gibt es keine Videos, es wird ganz peinlich. Also meine Freundin sagte dann, Gott sei Dank habe ich es nicht aufgenommen. Ich bin dann wirklich auf Knien durch mein Wohnzimmer über den Parkettboden gedings und konnte es. Aber sie hat auch begriffen, was das für uns bedeutet und hat mich dann auch in den Arm genommen und hat das irgendwie, also es war dann nicht so, das war nicht peinlich. Ich habe dann einfach... Das braucht man dann auch, man muss mal in den Arm genommen werden. Aber erstens das aber genau das Begreifen, ne? Was auch der Elf-Freunde-Artikel so gut beschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Ich habe ihn schon bekommen, noch nicht gelesen. Ja, also das ist wirklich, der beschreibt es ja sehr gut, wo auch die Freundin im Endeffekt keinen Bezug zum Fußball hatte, aber schon wusste, dass es ihrem Freund einfach so viel bedeutet in dem Moment, dass die Eintracht so einen wichtigen Titel bekommen hat, dass sie das nachvollziehen und auch verstehen konnte. Und für uns ist es halt im Endeffekt so, Fußball ist natürlich auch ein Teil unseres Lebens, ein gewichtiger Teil. Und gerade wenn du Teil eines oder Fantums wie der Eintracht bist, wo es halt nicht stromlinienförmig vielleicht schon geht, aber nicht immer nach vorne geht wie bei den Bayern, und wo Titel wirklich, wenn du nicht gerade in Antalya oder den Hallenpokal schon wieder willst, du willst ja noch ständig dissen. Der Antalya Cup ist halt so ein Bild für den nicht mehr existenten Wii Cup für mich, weißt du. Aber das ist schon krass. Das ist schon. Ich finde, das hast du auch nach dem Spiel in der Stadt gemerkt, als ich wieder aus Berlin kam, sonntags. Was da in der Stadt los war, das war auch nicht normal. Also da, du kannst dann einfach wirklich jegliche gesellschaftliche Norm missachten, jeden umarmen, den du willst, ohne dass er die Polizei anruft. Ja. Oder ohne dass die Leute denken, hier, der muss irgendwie in die Klapse. Sondern das war völlig normal. Das ist jetzt teilweise immer noch so, wenn du mit Eintracht-Sachen rumläufst, ich sage jetzt nicht wieder Rewe, dann wir kriegen kein Geld. Die Leute grinsen dich einfach an. Ich finde trotzdem, dass das auch außerhalb vom Fußball was bedeutet, weil du das Gefühl hast, die Leute sind auch freundlicher zueinander, weil die plötzlich ein gemeinsames Erlebnis zusammen haben. Und da einerseits finde ich das fast wieder schade, dass das eigentlich nicht der Normalfall ist, aber du merkst halt, was die Eintracht auslöst. Das geht ja über den Fußball hinaus. Gemeinschaft, triffst alle zwei Wochen deine Freunde, ohne dass du dich verabreden musst irgendwie. Du verlierst dich eigentlich nie aus den Augen, egal wie dein Leben verläuft. Das im Hintergrund ist mir mein Hund. Er stimmt uns zu. Ja. Also es ist wirklich so. Und dann hast du mit diesen Leuten, mit denen du dich immer sowieso triffst, hast du dann dieses Erlebnis zusammen. Die meisten waren ja dann auch in Berlin. Das ist brutal. Aber wie ich es gesagt habe, es schämt sich auch keiner zu sagen, okay, ich fange an zu flennen. Das finden alle normal. Ja. Freuen sich eher, weil es ihnen selber so geht. Also. Ist interessant, weil von vielen Leuten habe ich das zum ersten Mal gehört, dass die jetzt irgendwie flennen oder so, mit denen ich einfach wirklich nicht so gesprochen habe, also wo wir eigentlich gar nicht diese persönliche Ebene hatten, hatten wir plötzlich genau diese Ebene, ne? Also auch vielleicht Arbeitskollegen oder so, mit denen ich mich gut verstehe, aber halt mehr auch nicht, die dann plötzlich irgendwie, ja, und oh mein Gott, wo wir uns dann Stunden später treffen, weil es einfach, glaube ich, auch ein Moment der Zusammenfügung dann irgendwie auch war, ne? Ihr habt es ja vorhin auch schon gesagt, das ist jetzt 6 Tage her. Ich habe heute Leute das erste Mal seitdem gesehen und die Leute springen dich an, wie geil ist das denn, meine Güte. Und du denkst nur, ja, es ist schon 6 Tage her, ich dachte, ihr interessiert mich überhaupt nicht für Fußball. Das wirkt noch total nach. Das ist tatsächlich, zaubert dir sofort das Grinsen ins Gesicht, das ist einfach so, und das war halt einfach irgendwie... Ja, also ich gehe ja nur lange, ich bin ja auch der Älteste hier in der Runde und gehe ja seit 40 Jahren dahin. Ich kann mich an wenig Momente erinnern. Also wirklich, ich habe das Fred-Schaub-Tor gesehen im UEFA Cup, das war auch ein sehr rührender Moment. Da haben wir auch danach ziemlich geflennt und gesoffen. Also erst geflennt und dann getrunken. Und dann wieder geflennt. Und dann wieder geflennt und so. Und gab schon auch, ich war auch bei dem Reutlingen-Spiel da und so, aber das war schon irgendwie, es war einer der magischsten Momente. Also ich habe eine lange Eintracht-Geschichte, würde sagen, ganz klar Top 3 auf jeden Fall. Also gleichfalls. Auch besser als die anderen Pokalsiege. Natürlich auch noch, sagen wir, gegen Duisburg oder gegen Bochum ist jetzt irgendwie, hat man später gesagt, ja gut, das war jetzt auch, kann man auch gewinnen. Sollte man. Aber gegen Bayern habe ich tatsächlich auch nachdem die auch noch in diesem Halbfinale Leverkusen, die so abgeräumt haben, dachte ich irgendwie, was machen die mit uns? Die haben jetzt Real verloren, dann haben sie noch ein Scheißspiel gegen Stuttgart hingelegt, irgendwie, die werden jetzt irgendwie nochmal sich richtig zusammenreißen und dem Jupp Heynckes nochmal den Mega-Abschied Dingsbund. Und dann hast du aber nach 20 Minuten gesehen,
das läuft irgendwie anders. Also das, die guck dir mal die Körpersprache an, wie die da die wie präsent sind. Ich wollte gerade sagen, die ja eine Woche vorher gegen Schalke halt absolut ja, nicht dabei. Ja, fragt man sich, ob das wirklich, wie der Marvin es letzte Woche gesagt hat, ein bisschen Taktik war. Also ich kann mir nicht vorstellen, das war ein Risiko dagegen. Wir tun mal so, als können ja, wir glaube, damit wir das Bayern so ein bisschen denken. Oh, das glaubst du nicht mehr. Nein, aber ich glaube nicht, dass die so sehr Siebter werden wollten, wie den Pokal holen wollten. Ich fand schon, dass du gesehen hast gegen Schalke, dass man vermuten konnte, ich weiß nicht ganz genau, was da ist, weil Schalke an dem Tag auch eher Sommerfußball gespielt hat. Ja. Die haben in der Halbzeit den Torwart gewechselt. Irgendeinen Torwart, den habe ich noch nie gesehen. Und ich kam so frustriert aus Schalke zurück, dass ich wirklich, und es steht auch in diesem Elf-Freunde-Artikel, dass sie sich unterhalten haben, zu sagen, okay, ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr, das zieht zu viel Energie. Weil du diese Hoffnung in der Saison die ganze Zeit hattest und dann verbaselt. Wir haben es doch auch gesagt, ja. Wir müssen das jetzt klar machen, ja. Auch gegen Schalke, Hauptsache ja. Platz 7. Hauptsache wir haben es in der Tasche. Ja, natürlich, damit wir was fest in der Hand halten und nicht ohne was nach Hause gehen. Das war ja eigentlich, das war uns doch klar, weil wir wussten auch, DFB-Pokal gegen Bayern, normalerweise holst du nicht. Das heißt, das musst du davor klar machen, wenn du schon so eine gute Saison spielst, wenn du schon die Chance hast, zwischenzeitlich auf Platz 4 gelandet. Ne? Also ja, da war Dritter nach dem Leipzig-Spiel, das war schon... Das war, wie man es halt, man hat eigentlich gedacht, und das habe ich im Spiel sogar noch gedacht, als der Elfmeter, als es klar war, dass es vielleicht Elfmeter gibt, habe ich gedacht, das ist irgendwie klar, ich weiß nicht, das ist Eintracht immanent, glaube ich. Das muss so sein, dass die Eintracht, selbst wenn die in der Pokalfinale gegen Bayern führt, dass sie halt in der 94. Minute einen Elfmeter kriegen. Also ich habe gedacht, das muss so sein. Alle sagen so, also gerade die Bayern-Fans so sagen, ja, das muss ja ein klarer Elfmeter links und dann läuft das Spiel ja nochmal ganz anders. Ja, wer kann uns denn beweisen, dass Radetzky nicht diesen Elfmeter hält? Hat so viele Elfmeter gehalten, gerade im Pokal, und er ist wirklich hat auch an dem Tag einen überragenden Tag nochmal gehabt. Also das ist alles so hypothetische Scheiße. Und wenn es ein viel deutlicher Elfmeter gewesen wäre, als es war, wird es auch drauf geschissen. Ja, weil wir haben den Pokal geholt und wir haben da ewig drauf gewartet, und die Bayern haben jetzt halt mal irgendwie nochmal 20 Zentimeter in ihrer Vitrine irgendwie frei bis nächstes Jahr. Das hätten wir halt einfach mitgenommen und uns das Erlebnis des Jahrhunderts ungefähr. Ich hatte das im Nachhinein gelesen, ich weiß nicht mehr von wem es war, aber der hat da auch geschrieben, die Art und Weise, wie die Bayern da gelaufen wären, die wäre in keiner Weise anders gewesen. Sie hätten halt einfach nur noch einen Pokal tragen müssen. Aber das wäre von der Körpersprache nach dem Spiel nicht großartig anders gewesen. Das hat er jetzt auch dazu geführt, was er letzte Woche gesagt hat, dass es auch fast viele Bayern-Fans gibt, die uns das gönnen. Weil die halt wissen, okay, für mich ist das nicht so wertvoll wie für dich. Ja. So wie wenn du jemandem eine Playstation gibst, der noch nie Playstation gespielt hat, du hast schon alle Playstations gehabt, dann ist der auch der denkt, boah, das ist für mich das Allergrößte. Ja, klar. Und da kann man das auch, glaube ich. Ich glaube, die Bayern-Fans verkraften das auch. Aber ich glaube, was sie nicht. Die Hoeneß nicht. Ja, das stimmt. Der war auch nicht scheinbar. Das macht es noch viel besser. Das stimmt, aber was ich glaube, was viel schwieriger für die ist, ist, dass die Körpersprache der eigenen Spieler einfach gefehlt hat. Ich glaube, das ist viel schwieriger. Das vielleicht war also, weil ich von dem, was ich gelesen habe, sind viele Bayern-Fans einfach enttäuscht, dass die Leistung nicht auf den Platz bringen konnten, dass sie im Gegensatz zu uns nicht diese körperliche Aggressivität hatten und dass sie. Das zieht sich anscheinend schon in den letzten Spielen so ziemlich durch, Real vielleicht nochmal ein bisschen ausgenommen, aber dass sie auch nicht mehr so präsent sind, wenn ich sehe, welche Ungereimtheiten dann auch, Stuttgart natürlich, ganz klar, aber wenn ich auch sehe, welche Ungereimtheiten es zwischenzeitlich gab, auch mit Jupp, wir erinnern uns an die Szenen mit Thiago, wo der eigentlich nicht ausgewechselt wurde, wo er dann eigentlich auch im offenen Widerspruch mit Jupp war, dann die Sache mit Lewandowski, die zieht seine Kreise. Von Jupp. Von ich habe dann zu Jupp noch gemacht. Nee, ich erwähne den Namen Heikes äußerst ungern. Ach so, alles klar. Genau. Nein, aber es ist. Das ist ja die nächste Schleife, die um diesem Spiel liegt, finde ich. Ich finde schon, das hört sich immer blöd an, Rache, aber ich finde trotzdem, ich weiß, was du meinst, sagen wir eher, es ist so ein später Genugtuum. Und vielleicht ist es auch der Abschluss jetzt einer komischen, fiesen Beziehung damals irgendwie und sowas. Ich meine, er hat sich ja auch mittlerweile, ist ja auch sanfter geworden, er ist auch ein guter Trainer und wir werden ihm das ja auch nicht 100 Jahre noch weiter nachtragen. Jetzt ist es wirklich vielleicht so, jetzt endgültig einmal, genau. Jetzt kann man so gönnerhaft verzeihen, ist noch. Ja, okay, genau. Warte, keine Gedanken. Genau. Die Position, die man am liebsten hat. Eigentlich genau. Das ist, so realistisch, es ist aber so, ich habe mich, als Wolfsburg dann die Klasse gehalten hat, was für mich das Allerschlimmste gewesen wäre, nach Eintracht, das habe ich dann auch kommen, da schaffe ich es halt. Hat mich aber danach doch wieder ziemlich geärgert. Ja, muss man auch. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt... Das Einzige, was bei mir auch nicht nachgelassen hat, ist der Hass auf Thomas Müller. Das ist das Einzige, wo ich nicht nachsichtig sein konnte. Das ist auch schwierig. Ja, aber was mich jetzt schon wieder ärgert, wenn du Wolfsburg ansprichst, die jetzt schon 100 Millionen über die neue Saison aus. Ja. Was ist los mit euch? Ja. Weißt du, die sind jetzt gerade abgestiegen. Ihr müsst doch erstmal sehen, dass ihr vielleicht ein Konzept anders macht, weißt du? Ja, das ist aber gut, anderes Thema. Ja. Habe ich auch viel für abgekriegt für meine Wolfsburg-Schmähung. Deswegen halte ich mich da jetzt zurück. Okay. Na gut. Wolfsburg ist kein cooler Verein. Hier, ich hätte jemanden gebraucht, der mir das so moderat formuliert.
keine Grüße. Ja. Als jemand, der dieses Jahr zweimal längere Zeit in Wolfsburg als Stadt war, kann ich auch sagen, Wolfsburg ist auch keine geile Stadt. Deswegen wollen die Stars auch nicht lange bleiben. Ja, das ist halt auch nicht das, glaube ich, erst. Ich denke, boah, nein. 8 ja. Euro, da kommt ja. Scheiße, ich kann hier gar nicht ausgeben. Ja. Also, ja. Nee, kannst du auch nicht. Ja. So viele Autos kann ich gar nicht kaufen. Genau. Ist ja eben sonst. Ja, bei dem Rabatt, ja, genau. Ja, das ist schon bitter. Aber gut, ich meine, es gibt ja schönere Dinge, über die wir sprechen können. Ne? Ja, es hat so viele Nebeneffekte, es gibt so viele Kleinigkeiten. Heikes haben wir eben angesprochen. Aber was auch geil ist, dass Leipzig jetzt einmal große Probleme kriegt. Ja, und da muss ich dazu erzählen, ich wusste das nicht. Ich war tatsächlich, ihr könnt mich jetzt auslachen, ich wusste nicht um die Konstellation. Ich dachte, dass wir trotzdem dann in diese Qualifikation runden müssen. Und dann habe ich das, ich habe es in der ARD geguckt, da hat es keiner irgendwie für mich jetzt, also ich habe es vielleicht auch nicht zugehört, aber da habe ich es noch nicht gewusst. Und dann habe ich die zweite Halbzeit auf Sky in der Wiederholung nachts geguckt. Also nachdem ihr alle schon im Bett war, gesagt, so, das ziehe ich mir jetzt nochmal rein und sowas und nochmal der Äppler aufgemacht. Und so saß du da und das ist das Geilste, diese zweite Halbzeit sich nochmal komplett anzugucken, wenn du schon weißt, dass du nicht mehr zittern musst. Und dann sagt er auf einmal, dass das 2-1 fiel, sagt er irgendwie, glaube ich, dann sagt er, wenn es dabei bleibt, ist die Eintracht ja direkt für die Gruppenphase qualifiziert und Leipzig muss in die Qualifikation. Und da wusste ich ja schon, dass es so ist. Und ich schrie nochmal so, wie geil ist das jetzt noch? Das war noch so das Obendrauf-Geschenk. Also das ist fantastisch, ja. Wir hatten ja, Basti hatte ja am Anfang dieser, oder in einer unserer Folgen diese Analogie mit diesem tollpatschigen Kellner, der es irgendwie kurz vorm Gast noch irgendwie runterschmeißt. Max hatte ja dann diese Analogie gebracht mit der Kellnerin, die irgendwie auf der Wiesn irgendwie 10 Maß ohne zu kleckern. Ich würde sagen, wir sind der Kellner, der im Vorbeigehen Leipzig und Stuttgart nochmal das Tablett über den Kopf zieht. So, ja, oder anstummt so ein bisschen. Ja. Ja, es ist großartig. Das ist ein Nebeneffekt, das ist mir auch in dem Moment dann fast egal gewesen, aber es ist trotzdem, weil wir haben jetzt fast eine Woche danach, immer wieder diese vielen Kleinigkeiten, die du hast auch. Das ist so, und du schaust dir immer wieder, es gibt so viele Sachen, über die man hier sprechen kann. Wir könnten jetzt hier eigentlich bei dir einziehen und wir könnten einfach Charlie Körbel. Charlie Körbel, also das Bild. War ein Versuch wert. Ja, das Bild von Charlie Körbel. Der will uns schon wieder loswerden. Das Bild von Charlie Körbel vorm Spiel, wo er schon heult, als er die Choreo sieht und nach dem Spiel wieder heult, als er den Pokal in unsere Richtung hält. Geil. Das ist ja auch nochmal sowas. Also, wie fandet ihr das, dass er den Pokal so hochgestemmt hat? Ich fand's mega geil. Ich fand's menschlich, weil ich gedacht habe, wahrscheinlich war das außer, das war nicht im Protokoll wahrscheinlich. Ja. Also der kriegt wahrscheinlich auch eine Strafe vom DFB jetzt. Wie sie alle irgendwelche Strafen kriegen. Ja. Genau, aber ich glaube, dass der konnte nicht anders. Aber Körbel ist so krass Mensch geblieben. Ne? Also ich meine, er ist ja auch, er ist, also wie soll ich sagen, er war so lange im Bundesliga-Fußball gewesen, aber er ist halt jemand, keine Ahnung, den könntest du, glaube ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe so das Gefühl, den könntest auch beim Rewe sehen oder so. Und du würdest jetzt nicht den Unterschied. Auch zum Rewe. Ja. Das war regelmäßig. Ja, siehst du? Ja, aber Charlie Körbel sogar im Rewe. Ich habe da mit Charlie Körbel mal einen Spot gedreht für die Frauen-WM, wo ich einen Typ spiele, der ihn interviewt. Und ich hatte ihm den Text geschickt, also hat ihm das per Mail irgendwie zukommen lassen. Und dann kam er an und war dann so diese scheiß Perücke und sein Mikro und sowas. Irgendwie war so ein Mattes oder wie ich da hieß irgendwie. Und er hatte einen festen Text. Und dann kommt er so an und dann sag ich, und Charlie, hast du einen Text gelernt? Sagt er, ach, was? Das bin ich nicht. Ich sag, ja, meine Tochter hat auch gesagt, du musst doch den Text lernen. Ich sag, das bin ich nicht. Den Text lernen, das passt nicht zum Charlie Körbel. Ich hätte auch sagen können, pass mal, ich bin eine faule Sau, ich habe keine Zeit. Aber er hat es irgendwie gesagt, gut, Charlie, dann machen wir es frei. Da musst du das jetzt, also wir müssen es jetzt drehen. Und dann hat er es im zweiten Take, am ersten hat er tatsächlich ein bisschen nervös, hat er angefangen zu stottern, hat einen richtigen Dreher bekommen. Und dann habe ich gesagt, stopp, sag nochmal. Und im zweiten, der zweite war es dann. Und der ist gut geworden, der Ding. Selbst der Spot hat irgendwie, weiß nicht, 100.000 Klicks oder sowas. Die waren ganz happy damit. Und er hat es wirklich gut gemacht. Und das ist so, der ist auch bauernschlau teilweise. Ja, genau. Das ist absolut, der ist, und ich kenne den schon lange und der ist irgendwie, der hat auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Also das ist so einer von den Jungs, die sich auch nicht hinterfragen oder der vielleicht, sagen wir mal, jetzt, der könnte auch einem Politikwissenschaftler entgegentreten und der würde ihn irgendwas Kompliziertes fragen und das würde ihn überhaupt nicht verunsichern. Ich würde sagen, ja, das kann man auch anders sehen. Und das kommt mal jetzt an. Das ist doch so. Ja, ist schon. Aber ich fand es auf jeden Fall mal ein geiler Moment, auch als er den Pokal hatte. Wie hast du es denn gesehen? Weil du, die Frage kam ja von dir, wie hast du denn die Situation? Ich saß davor und habe so gesagt, Charlie, was machst du? Also, ist aber nicht kritisch, sondern so, ich habe gesagt, ist das jetzt irgendwie,
ein bisschen übergriffig, dass er den schon hochstemmt, obwohl das ja eigentlich, der Moment des Hochstemmens ja eigentlich erst einmal, das ist ja da, wo wir noch drauf warten mit dem Goldregen und wenn dann eben und so. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es auch scheißegal war irgendwie, weil dann in dem Moment, wo dann auch Alex Meyer seine Finger dran hatte irgendwie, war das dann, und Abraham, war das auch okay, dann war das irgendwie auch vorher so ein Vorspiel irgendwie. Und dann, letztendlich ist der ganze Verein ausgeflippt und ja. Und so muss man sehen. Ich glaube, da noch im Nachhinein jetzt anfangen zu sagen, ja, das fand ich als einzigen Moment nicht so gut, dass er alles an so einem Tag irgendwie, also sowas von Pillepalle. Ich glaube, das darf man auch gar nicht so durchexerzieren. Also wenn ich jetzt irgendwie, also wenn ich jetzt jeden Teil mir separat angucke oder so, ne, gab ja auch so die Stimmen, die gemeint haben, dass die Feier so ein bisschen unterkühlt gewirkt hat. Also ich meine, ich war zu der Zeit im Stadion, bin total ausgeflippt. Wir waren noch eine Stunde, glaube ich, oder so im Stadion. Ja. Wir haben übrigens ja auch euer Lied gesungen oder dein Lied, ist mir egal, wohin ich gehe und so weiter und so fort. Das war ja laut. Haben wir Freunde noch per Handy schon aufgenommen und geschickt und so. Ja, das war ein geiler, magischer Moment. Ein bisschen, doch eine Kritik habe ich, und zwar, dass das Bier, als wir rauskamen auf dieser eigentlich, Allee, fast überlaus verkauft war. Gibt's doch gar nicht. Ja, das stimmt. Da war keiner vorbereitet, Bier. Das habe ich auch gesagt. Da gab es nicht einen Stand. Da habe ich gedacht, hier könnte das Geschäft eures Lebens hier machen. Kein einziger. Ja, nicht nur einen Stand, sondern die haben ja quasi aus Flaschen einzeln da eingeschickt. Richtig. Ja, sicher, das war. Das hat ja pro Bier, hat es ja 3 Minuten. Aber ich fand nach, da standen 200 Leute und wollten Alkohol. Ich stand aber nach dem Spiel, hast du gemerkt, ich habe ja, also viele Leute, die ich getroffen habe, du warst nicht mehr in dieser, okay, wir gehen jetzt richtig Abstimmung, sondern das war eher so ein erleichterndes Umarmen. Emotional platt. Du hast einfach jemand umarmt. Ich war auch nur noch ganz kurz auf dem Breitscheidplatz, habe mir noch ein Späti 4-5 Bier geholt, habe aber nur da gesessen, wie an so einem Lagerfeuer. Ja, einfach zu denken, weiß. Okay. Du schreist jetzt hier nicht mehr rum, sondern du fällst einfach zufrieden. Nee, das ist auch genau, das ist ja auch zu viel. Das ist zu much. Vorher schon too much. Und dann hast du in dem Spiel diese zwei Momente gehabt mit dem Videobeweis, wo du zweimal die Luft anhältst. Oh, irgendwie. Ja. Und weißt du, das ist nochmal anders als bei einem normalen Punktspiel, weil du irgendwie sagst, was ändert das jetzt irgendwie? Also ich meine, jetzt hast du gerade das geile Tor vom Rebic gesehen. Was ist, wenn das jetzt wegen dem Handspiel nicht gegeben wird? Das ist ja nicht nur im Zusammenhang des Endspiels, sondern auch mit dem geilen Tor auch noch irgendwie, das, was dann auf einmal nichts wert ist. Und das war anstrengend. Ich war auch nach dem Spiel irgendwie, ich saß erstmal hier auf der Couch und war so, auch ein paar Tränen irgendwie und dann war ich irgendwie so eine, genau wie du sagst, Lagerfeuerstimmung. Ich war dann gar nicht mehr in der Lage, hier durch die Gegend zu laufen irgendwie. Ich habe dann später meine Tochter und dann zählt mir, das war diesmal zu gutes Timing gehabt. 10 Minuten nach dem Dings kam dann die SMS, ich war auf irgendeinem scheiß Kirmes, sagt sie, wäre nichts los. Ja, ich sag, ach, was eine Überraschung, dass an, beim, wenn die Eintracht am Ende spielt, ist, dass auf einer scheiß Kirmes nichts los ist. Und dann habe ich sie abgeholt hier vom Bahnhof und dann sagt sie, und sage ich, ja, die Eintracht hat den Pokal gewonnen. Sagt sie, schön. Und das war's. So sieht Freude aus. Ja, danke. Ich finde es schön, dass du dich mit mir freust. Ja. Ja. Koffer danach vor die Tür gestellt von der Tochter? Ich habe sie direkt zu ihrer Mutter gefahren. Genau. Ja, ich glaube, dass dann alles so mit dem Feiern halt auch so ein bisschen runterging, liegt aber auch einfach mit daran, weil die Saison halt einfach auch sehr anstrengend war. Du hast es ja quasi, diese Hochs und Tiefs hast du ja irgendwie im Minutentakt erlebt, ja, aber das hat ja auch einfach wahnsinnig dran an einem gezehrt. Ich glaube, der Körper kann dann auch gar keine Endorphine mehr produzieren. Ja. Dieser Gacinovic-Moment ist dann, dass ich glaube, danach kann auch, ich glaube, das ist eine normale, wahrscheinlich kann man das sogar biochemisch erklären irgendwie. Ja, bestimmt. Also wahrscheinlich gibt es dann irgendeine Überproduktion an irgendwelchen Sachen, das schützt dann den Körper, damit der Körper nicht süchtig danach wird und du plötzlich irgendwie dauerdepressiv wirst. Also, weil es ging nach dieser Lauf. So wird es genau. Da möchte ich mal drauf, lieber Zuhörer, das ist hier ein medizinisch hochwertiger Moment. Ja, jetzt zwei Biochemie. Nein, aber es ist so, ich habe es bei vielen gesehen, wir haben uns ja auch noch getroffen, oder? Wir haben dann hier vom St. Pauli-Block noch jemand getroffen, dann den Frank vom HR. Da ist aber jeder so angekommen. Es ist keiner zu mir angekommen und hat mich so umarmt, als wenn wir gerade irgendwie im Ballermann wären oder so, sondern jeder ist gekommen, als hätten wir gerade das gesehen, was wir gesehen haben. Ich habe es immer noch nicht verarbeitet, ehrlich gesagt. Ich merke das ja daran, wie emotional instabil ich bin, wenn ich mir die Videos anschaue. Dieses Video ohne Kommentar von Gacino mit von dem einen, das ist mein Lieblingsvideo, was wir letzte Woche haben. Auf der anderen Seite? Der filmt das. Wo der Gacinovic dann auf ihn zuläuft. Genau. Ja. Und dann sagt er, das Tor ist leer, das Tor ist leer. Und der kriegt gleich einen Herzinfarkt. Ja. Und dann schreit er so, ja, ja, ja. Und du kannst es halt genau nachempfinden, weil es dir genauso geht. Ja, ja. Da gibt es so viele Videos, oder das von dem Fox-Kommentator, der sagt, there is no goalkeeper, there is no goalkeeper. Und sonst irgendwas. Das ist, geil. Das ist schon episch einfach. Und das dauert, glaube ich, jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, ja, das ist einfach. Echt krass, auch dass wir auch mal in den Genuss kommen, sowas mal zu erleben. Ja, eben. Ich glaube, das kommt ja auch noch einfach dazu. Ja. Also ich meine, ich hätte mich auch logischerweise gefreut, wäre es ein anderer Verein gewesen. Köln hätte ich mich auch irgendwie, sage ich mal, gefreut, weil es was anderes gewesen wäre. Das war das. Durch die Nähe zu dem Kölner, also zum Axel, habe ich es ja letztes Jahr hautnah miterlebt, diese Europareise. Die hatten ja diesen Moment, wo Osako aufs Tor läuft und macht es 2-0 und damit ist Europa klar.
und dieses ganze Stadion rastet aus und er auch und dann fängt er an zu heulen und freut sich, dass er nach Arsenal fährt und nach London fährt und da dieses und macht Köln das 1-0 und lustige Geschichte. Er hat 25 Jahre gewartet, dass Köln wieder sich von Europa qualifiziert, bucht die Reise, London, gab's busy beim Einlass, busy Stress, kommt rein ins Stadion und denkt, geil, jetzt hab ich's geschafft. Denkt hier in 8 Minuten, ich geh mal schnell auf Toilette hier. Zack, in der 9. Minute macht Cordoba aus 50 Metern dieses Tor und steht ganz allein in der Toilette. Die Stewards schauen ihn so ganz mitleidsvoll an. Grüße nach Köln. Ja, das ist Seelenverwandte. Ja. Sollen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese Eintracht-Saison zurückgucken, weil wir wollten ja eigentlich eine Saisonabschlussfolge machen und wir hängen, hängen schon wieder beim Pokal fest. Ja. Der gehört da zwar auch dazu, aber da ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Es hängt auch damit zusammen, dass ich vieles versuche einfach auszublenden. Man hat auch mit vielen seinen Frieden gemacht. Ja, das, ich finde, dass dieser Pokalsieg diese Saison irgendwie die so extrem achterbahnmäßig war. Ich war nach der Bekanntgabe, dass Kovac geht, wo ich mich nicht überrascht hat, weil das Ausschlussverfahren hat ja so, der geht, Hasenhüttl ist es nicht, der ist es nicht, Tuchel ist es nicht, Klopp macht seinen Mann. Also irgendwann guckt es auf die Liste, sagt, bleibt eigentlich nur noch unsere. Und dann hat er es halt eben gemacht und wir brauchen jetzt auch gar nicht nochmal über diese komische Kommunikation und diese Dings reden, aber trotzdem hat es mir emotional ein bisschen Stecker gezogen. Ich habe gemerkt und du hast das allgemein gespürt. Erstmal ging es noch so, Halbfinale, aber ich glaube, im Halbfinale sind die auch einfach zu geil drauf gewesen, ins Finale zu kommen. Und da war es vielleicht nochmal ganz kurz wurscht, aber im Rest der Saison eigentlich ja nicht. Und das hat natürlich irgendwie extremst diese Saison, weißt du, klar, auch wenn wir natürlich mal sagen, nein, natürlich sind wir noch nicht reif für die Champions League, aber wenn du auf dem dritten Platz stehst, dann hast du trotzdem Dauerstände und träumst von Madrid und Barcelona. Das ist einfach so. Ist mir auch vollkommen Latte, ob wir reif sind oder nicht. Ja, man ist doch nie reif. Übergang von Dauerstände zu Latte. Nicht, dass wir flach würden. Aber weißt du, ist doch auch scheißegal, denn wenn wir die Chance haben und es dann noch nutzen, dann bekommen wir halt diese 30, 40 Minuten und können damit weiter planen. Ja, und vor allem, wann ist man denn reif? Gladbach war damals auch nicht reif. Nein, und es geht darüber. Also die Hertha, viele haben ja auch nichts daraus gemacht. Lauf nicht weg, ich sehe nur gerade, dass mein Handy in der Sonne liegt. Nicht so gut. Aber das Ding ist, die realistische Chance haben wir eigentlich als Eintracht Frankfurt nie vor der Saison zu sagen, okay, jetzt orientieren wir uns mal allein an Europa League Plätze, kann sich als Eintracht nicht orientieren, weil da von Natur aus schon Vereine über uns sind, die aber komischerweise dieses Jahr echt mit sich selber alle gestruggelt haben. Dortmund hat eine scheiß Saison gespielt, Leverkusen war, Leipzig, Schalke, selbst der Vizemeister war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, hast du das gesehen, wie die gespielt haben? Keiner. Gar keiner. Und dann hast du irgendwie, Gladbach war am Arsch, Wolfsburg war am Arsch, Bremen war am Arsch, Hamburg war am Arsch. Und du hast gedacht, ey, wir sind eigentlich gut drauf, wir hatten einen guten Spirit, auch mit der Boateng, AfD und hier Peter Fischer Sache. Da war im ganzen Verein war irgendwie so ein positiver Spirit. Und du hast gedacht, wenn dich das jetzt nicht nach Europa trägt, dann gar nichts mehr. Und tatsächlich hat es ja dann scheinbar nicht, also hat es ja nicht funktioniert. Und das war wirklich so, dass ich auch nach Berlin gefahren bin auf der Hinfahrt. Es war so, ich habe in der Halbzeit wirklich, weil ich echt nervös und dass mein Kumpel zu mir gesagt hat, ey, du gehst mir richtig auf den Sack, weil ich wieder auf die Anzeigetafel geguckt habe und da habe ich erst angefangen und habe gedacht, scheiße, das kann wirklich klappen. Scheiße, das kann funktionieren und jetzt, egal wie sehr ich mich emotional schütze, ich kann mich jetzt nicht mehr schützen, weil da steht 1-0 auf der Tafel. Wir haben jetzt keine Helene Fischer, 15 Minuten kann ich mir das anschauen, dass da steht. Ich bin jetzt wieder emotional drin, ich kann nichts mehr dagegen tun, das hat mir eigentlich gar nicht gepasst, gerade weil dann auch Self-Fulfilling Prophecy Lewandowski gleich das 1-0 macht. Und du denkst, ja, ich wusste es doch. Aber ja gut, natürlich auch im Verlauf, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber selbst im Verlauf, nach den ersten 5 Minuten oder so, nach dem 1-1, hast du ja trotzdem dann auch wieder gemerkt, dass die Eintracht immer noch gut im Spiel ist. Ja. Ne? Was uns unheimlich gut gelingt, ist die ganze Saison mal jetzt auch. Genau, aber ich versuche es wirklich mal. Ich versuche es wirklich mal, nämlich du hast den Boateng angesprochen. Ich fand, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment, als der Boateng bei uns angekündigt wurde, als klar wurde, Boateng geht zur Eintracht. Das hat uns ja, ehrlich gesagt, uns hier auch total emotionalisiert. Wir haben ja so einen kleinen Sonderpodcast gemacht, in dem Moment, wo jeder seine Handyvideos eingeschickt hat, weil das eigentlich schon was war, wo wir vor zwei, drei Jahren mal drüber gesprochen haben, Alter, wenn wir jemanden hätten wie Boateng, der eine Strahlkraft hat und das Können, also auch das auf den Platz bringen. Eine Präsenz. Genau, und dann kann er den Verein auf eine andere Ebene ziehen. Und der kann auch diese Spieler, wir hatten ja immer diese Meyers, Eigners, und also das waren ja immer alles coole Typen, aber das waren keine Typen, keine die in der Kneipenschlägerei helfen. Also die hätten eher, wären nach Hause gegangen, gesagt, ich rufe das Ordnungsamt an. Aber der Boateng sagt, was ist los? Und der kann dann so jemand wie den Wolf, der ich glaube, ich für sich alleine hat man ja gesehen bei Hannover 2 und bei 60 hat es ja nicht. Ich glaube, so ein, wenn der irgendwie seinen Kumpel hat, dann zieht er den mit hoch. Dann hast du jemanden, ich glaube, wenn Rebic zum Beispiel dann irgendwie mal querschießt, ist Boateng auch derjenige, der zu ihm gesagt, ey Digga, fällt aus, lass uns, wir wollen den Pokal gewinnen. Und dann
zack, hast du auf einmal drei geile Spieler. Das ist genau das, aber nur durch einen. Weil wenn es, diese Mannschaft, ich glaube, wenn es nicht funktioniert, kann eine Mannschaft mit Rebic, Gacinovic und Wolf, es kann auch wirklich eine Chaosmannschaft sein, die dann eben gar nichts mehr funktioniert. Auch da wieder Kovac zu nennen. Nee, Entschuldigung, nein, du. Ah, nee, auch da wieder Kovac zu nennen, der natürlich genau. auch das Konstrukt zusammenhält. Ja, und dass die auch Bobic und Kovac auch entscheiden, den zu holen und auch zu dem wahrscheinlich, sag mal, von seinem Reifegrad besten Zeitpunkt seines Lebens. Also vor 10 Jahren hätte ihn keiner haben und da war das auch ein Arsch. Und das ist einfach, auch keiner. Das ist, das war mega, nicht so negativ. Also, ja, er war mega, ist jetzt mega sympathisch. Ja. Der hat auch eine unheimliche Reife in seiner Art irgendwie so eben passend zu seinem Wesen irgendwie und die tut gerade in so einer Fußballmannschaft unheimlich gut und das ist dann ein viel besseren Zeitpunkt, dass er bei uns ist, gibt's gar nicht. Jetzt ist sowieso mit dem Pokalsieg ist es sowieso schon mal vergoldet. Irgendwie, wenn er uns jetzt in der nächsten Saison nochmal hilft, irgendwie ist auch super. Ja. Aber jetzt ist schon mal, das haben wir schon mal irgendwie. Und das liegt auch daran, dass sie den zum bestmöglichen Zeitpunkt geholt haben. Auf jeden Fall. Und er hat ja wirklich für sich auch seine Karriere, würde ich ganz ehrlich sagen, damit nochmal vergoldet. Absolut. Das kann man sagen, was man will. Ja. Natürlich hat er mit dem AC Milan einen Titel geholt und so weiter. Aber wenn du mit der Eintracht einen Titel geholst, der halt von der eigentlichen Mittelklasse-Mannschaft, ne, wenn du es schaffst, deine Spieler so auf ein anderes Niveau zu heben, und das hat er genau geschafft, ja. gleichzeitig aber dann damit auch noch, eine gewisse Außenwirkung darstellt. Ich freue mich auch, dass er es geschafft hat, dass die Leute, die ihn immer in die Schublade gesteckt genau. haben, auch zu Recht teilweise, wie du es gesagt ja. hast, aber dass er auch zeigt, Leute, man kann sich auch ändern und ihr ja. könnt mich in Ruhe lassen. Weil alle, als er zu Eintracht gekommen ist, haben die gesagt, ja, das passt ja, der Assi geht zu den Assis hier so. Ja, im Endeffekt war es auch so, aber auf eine positive Art und Weise. Also diese Botschaft, die diese Mannschaft mit ihm als Leader transportiert hat, der Marvin hat es gesagt, das ist auch was eine Generation unter uns anspricht. Ja. Die denken, boah, guck dir den coolen Typ an. Dann kaufen die sich alle diese runde Sonnenbrille und denken, ey Bruder, spiel den Ball lang. Ich will nicht wissen, auf wie vielen Fußballplätzen in Hessen ja. dieser Satz jetzt fällt. Das ist ein geflüstertes Wort. Das auch zu einer Sozialisation ja. bei, genau wie es bei mir dazu beigetragen hat, dass ich gedacht habe, boah, Laio Stetari ist wahrscheinlich der größte Mensch der Welt. Das ist der tollste Typ und bla bla bla. Und der geht jetzt für was, 8,7 Millionen Mark. Das war ja damals unvorstellbar eigentlich in der Zeit auch noch. Ja. Und genauso für die Leute, für die kleinen Kinder jetzt ist genau Boateng das und Rebic auch. Ja. Die werden auch diese Momente im Kopf haben, wo er wie so ein Bulle aufs Tor. Wir haben, als das erste Spiel in Freiburg war, habe ich das auch hier gesehen, auch mit meiner Freundin zusammen. Und da habe ich so gedacht, die haben eine unglaubliche gute Körpersprache. Also ich habe zu Biggie gesagt, ich habe lange nicht mehr so eine kompakte Mannschaft, also so von den Typen her, auch so selbst so ein Fallett oder so, wie die so gewirkt haben. Und da dachte ich so, das könnte was bringen. Die wirken irgendwie so, die musste erstmal besiegen. Und das war ja dann auch am Anfang wirklich ja auch eine gute körperliche Präsenz. Haben natürlich ein paar blöde Spiele verloren, das 1-0 gegen Wolfsburg zu Hause und so, irgendwie, aber wo sie ja schon überlegen waren, so, aber ja, das ist irgendwie, und das hat sich dann trotzdem am Ende, im Endspiel war es nochmal genau da. Genau. Also mittendrin war es mal weg. Ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch nicht auf Dauer zu halten, vor allem wenn du nicht für alles ein super Backup hast. Aber das ist auch ein guter Punkt, denn wir hatten natürlich, wenn du dir jetzt die Saison anguckst und mal wieder so Saisonrückblick, wir hatten natürlich dann auch auf einmal Verletzungspech. Das muss man einfach auch so sagen. Wir waren so lange verschont und haben gesagt, ach geil, die Eintracht ist mal nicht der Club, der jetzt wieder die Spieler da nicht ausgleichen können. Wir konnten lange Zeit mit einer perfekten Startelf spielen oder mal ein, zwei Spieler austauschen. Auf einmal waren 4 verletzt, war wieder einer gesperrt, dann kam noch das mit Kovac dazu, was Unruhe gebracht hat. Das ist natürlich was. Irgendwann kam es und wir haben es dann... Alle reden immer über Kovac. Ich glaube, was wir echt auch vergessen haben, ist, diese Rebic-Verletzung war, glaube ich, viel schlimmer. Ja, glaube ich auch. Richtig. Weil die ist so dieses, du hast gedacht, oh ja, da kommt der. Aber ich glaube, was er dem Spiel gibt, kann kein anderer dem Spiel geben. Weil er dann, der hat dann auch, du hast auch gesehen, seit Rebic weg war, ist Allaire auch irgendwie nicht mehr zurechtgekommen, weil er nicht mehr den Pitbull hatte, der ihm diese Löcher freireißt. Bullig. Ja, also Allaire ist immer wie so ein Wandler, der konnte den Ball geil annehmen, aber so eine wirkliche läuferische Präsenz in seiner Schnelligkeit hat er ja nicht. Wie gesagt, auch da erinnert er mich wieder zum Teil an damals Liberopoulos. Natürlich ein anderes Niveau, aber damals war Liberopoulos ja auch nicht der Goalgetter, sag ich mal. Ja. Aber im Zusammenspiel mit Fenin hat das teilweise ganz gut geklappt. Und das bei Allaire hat dann einfach der Rebic gefehlt. Ja. Und das hast du irgendwie zwischenzeitlich gemerkt. Und natürlich auch Jovic eine positive Entdeckung der Saison. Das war genau das. Und das ist der Unterschied, glaube ich, zur Vorsaison gewesen. Ja. Dass wenn du sowas hast, so eine Situation hatten wir auch dann. Wir haben ja teilweise der Saison davor mit Chandler und Oczipka in Innenverteidigung gespielt und haben uns gewundert, dass wir keine Punkte mehr haben. Und jetzt hast du es halt, der Rebic fällt aus, dadurch lässt Haller so ein bisschen federn und dann kommt Jovic.
Und gleich fiel das aus. Und das hat, glaube ich, dann wenigstens die letzten Körner gebracht, die dann am Ende trotzdem gefehlt haben. Ja, aber trotzdem, war es wichtig. Was vielleicht Zehnter geworden. Genau. So, aber so konntest du die Spannung auch einigermaßen hochhalten. Zwar bis zuletzt knapp. Und wir haben ja dann das große Ganze ja dann noch, hat es noch geklappt. Aber es ist interessant zu sehen. Wir hatten natürlich schon eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz als. Du hast es auch vor dem Pokalfinale, sorry, wenn ich einmal unterbrechen, bevor wir das sagen. Du hast vor dem Pokalfinale zu mir gesagt, ey Basti, die sind letztes Jahr mit Medojevic hier angereist. Stimmt. Weißt du, und das ist fast, glaube ich, ganz gut zusammen, den Unterschied. Das ist schon krass, ne? Letztes Jahr Medojevic, der im Startelf war, im Pokalfinale. Da hat er das einigermaßen gute Spiel sogar noch gemacht. Hat dann eine Vertragsverlängerung bekommen, hat dann kein Land mehr gesehen. Ist jetzt, so ist typisch auch. Ist halt jetzt zu Darmstadt gegangen. Ja. Halt, ne? Aber gut, so läuft es halt. Ne? Kann es nicht ändern. Aber trotzdem, wir waren schon besser in der Saison dabei, hatten gute Spiele. Cornerpoint auf jeden Fall für mich Boateng gewesen, mit aber auch anderen guten Verpflichtungen, die auch einige haben. Aber selbst ein Salcedo, muss man ja sagen, du weißt ja nie, was die Leute dann wirklich auf den Platz bringen, ja, oder ein Fallett. Das war der Punkt, den fand ich so spannend, als ich jetzt mich nochmal auf die Sendung vorbereitet habe für heute. Ich habe mir nochmal die ganzen Zu- und Abgänge angeguckt. Wir hatten 16 Zugänge vor der Saison und wenn du so unterm Strich guckst, ist es fast die komplette Mannschaft, die auf dem Platz steht. Das war ein Fallett, das war ein Salcedo, ein Haller, ein Jovic, ein Boateng, Rebic ja quasi auch. Ja. Als Wiederkommen. Als Wiederkommen, Mascarell mit der Verletzung. Also du hast quasi fast die komplette... Mascarell ist auch, fast es gibt so viele Faktoren. Die ganze Mannschaft ausgetauscht und die hat aber auch... richtig geliefert. Von Anfang an immer mehr sich da in dieses Thema reingeworfen. Da landen wir auch wieder beim Trainer. Weil das ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass du das hinkriegst. Nein, das hat er super gemacht. Und die, ich sage ja auch Bobic, auf den ich total stehe. Also ich finde den kenne den ja auch, er ist auch mega nett. Das ist ein Glücksgriff für uns. Ich hatte echt vorbereitet. Jetzt kommt mal ganz fieses Name-Dropping. Ja. Jetzt kommt mal was, und vor allem auch jetzt wahrscheinlich kriege ich einen Shitstorm, weil ich diesen Namen erwähne. Aber ich sage das trotzdem, ich kenne Christian Seifert privat. Okay. Und der ist privat, der ist ja ein Quereinsteiger in der Fußballbranche, der kommt ja von MTV und Pro7. Das heißt, der ist auch kein klassischer nur Fußball-Depp. Ja, und dementsprechend wahnsinnig offenen, weiten Blick für ganz viele Sachen. Ich habe mit dem mal eine Abend... Da fängt der Hund an zu bellen. Ich war begeistert. Ich hatte ein bereicherndes Gespräch mit ihm über Fußball und wir sehen viele Dinge echt ähnlich. Auch die wer ist ein Arsch und wer ist irgendwie wer ist ein Guter und so. Hochinteressant. Und der hat mir gesagt, da haben wir hier Pizza gegessen bei der EM vor 2 Jahren. Und da habe ich ihn gefragt, wie findest du das jetzt, Bobic kommt und sagt, das ist das Beste, was euch passieren kann. Sag ich, was ist mit Horst Held? Sagt er, ja, das ist okay, aber Bobic ist am besten vernetzt, ist der Schlauste und er wird euch noch ganz viel Glück bescheren. Und da hat er recht gehabt bisher. Und was ich mich damals echt aufgeregt habe, als ich den irgendwie bei irgendwelchen Promi-Dingern da gesehen habe. Das Ding ist, bei Bobic, meine Vorbehalte kamen gar nicht vom Sportlichen her, weil das konnte ich gar nicht beurteilen, weil er war ja dann in Ungarn mit Balakow und in Stuttgart ist sowieso ein schwieriges Umfeld. Das ist wie, wenn du auf Schalke Trainer bist, darf man dich auch nicht nach der Zeit beurteilen. Nein, um Gottes Willen. Da weißt du gar nicht, was deine Fähigkeit wäre. Da ist alles eher ins Keller. Was mich bei Bobic gestört hat, war wirklich dieses... dass er dann mit Matze Knob sich abgebildet hat, dann mit Axel Fischer, dann tritt er im Fernsehgarten auf, dann ist er mit Giovanni Zarella bei irgendwelchen Sachen. Das war einfach so, ich fand das... Was guckst du denn eigentlich alles? Ich bin alles Scheiße. Nein, das würde mir das zugespielt. Erst mal gucken. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, weil ich anspruchsvoll gucke. Das wurde mir dann alles zugespielt. Wenn du den ganzen Dreck hier reinziehst, dann weißt du auch natürlich ganz viel schlimme Dinge. Ich kann auch eine Drohne losschicken und in die Bilder in den Schlafzimmer meiner Nachbarn, und dann sehe ich das vielleicht auch in Zukunft anders. Dann sage ich mir nur, hallo, Gude, wie geht's? Und so macht mir die Tür zu. Nein, aber jetzt im Ernst, aber das ist das eine, ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube, dass der auch bestimmte Fehler, so jetzt mal um es seriös zu beantworten, so bestimmte Öffentlichkeitsfehler, die machst du irgendwann auch nicht mehr. Irgendwann begreifst du das auch und sagst, ja, weil ich habe mit dem, das war ganz nett, weil ich habe den Freddy Bobic das erste Mal kennengelernt, da habe ich mit dem Gerd mit Baselsatz in Stuttgart gespielt, da war er noch einer beim Magischen Dreieck. Ah, und da war der Matthias Hagner in Stuttgart und der hat gesagt, hey, Baselsatz kommt in die Liederhalle und hat gesagt, kann ich ein paar Karten haben? Und dann waren die ein paar Stuttgarter Spieler da, unter anderem Bobic, dann sind wir was essen gegangen und das war mega nett. Und Bobic war sehr humorvoll, ich fand den als Fußballer schlau, irgendwie, weil gibt's ja auch wirklich dann auch mal Menschen, die sind sehr schlicht gestrickt. Und das war aber ein guter Abend, nettes Gespräch und dann habe ich den nie wieder gesehen. Und jetzt vor einem halben Jahr klingelt mein Telefon und dann ist die Vorzimmerdame oder die Chefsekretärin dran und sagt, ja, der Freddy Bobic würde Sie gerne mal zum Kaffee einladen. Ich sage, wie komme ich denn zu der Ehre? Sagt sie, ja, Sie haben doch mit dem mal so ein nettes Gespräch gehabt, sage ich, aber das war vor 15 Jahren oder so. Und das hatte weiß er aber noch. Okay, krass. Und dann hat er mich eingeladen, dann bin ich da hingegangen und habe mit dem eine Stunde Kaffee getrunken. Cool. Und das war jetzt so vor der Saison. Okay. Und es war total nett. Oder war während der Saison schon. Ja. Und vor über einem Jahr war das jetzt. Und das war total
der Kultur interessiert, welche Filme guckst du, welche Serien guckst du, was weiß ich und sowas, wer spielt gerade, welches Theaterstück ist in Frankfurt interessant, also auch dieses über den Teller ranschauen und das sind immer die besten Jungs, weil auch die, weil das, Verwurzelung, ne? Ja, das ist krass. Und das ist irgendwie, und das, also ich kann da wirklich nur sagen, und das passt für mich alles zusammen, also. Das ist aber interessant zu sehen, das wusste ich nämlich jetzt nicht, aber wenn du sagst, na gut, welche Theaterstücke werden gespielt und so weiter, dann interessiert er sich halt auch nicht nur für seinen Job in Frankfurt, sondern auch das kulturelle Leben, was ja. Ja, absolut, er sagt, er geht auch öfters mal abends in Spätvorstellungen im Kino irgendwie so nochmal in den Artfilm oder Arthouse-Film oder sowas, irgendwie, das irgendwie kenne ich auch nicht so viele in der Branche, die das machen und das ist irgendwie, stimmt, das ist so, bevor man dann, klar, ich meine, es ist ja auch schwierig, manchmal hat man ja auch nur die eine Wahrnehmung. Ja, ich habe zum Beispiel, Peter Fischer ist ja auch immer so ein Lautsprecher und immer so hochtheatralisch und pathetisch. Und wenn man den so sieht, meine Freundin sagt, oh, ist der komisch. Aber ich habe Peter Fischer mal gesehen, als ich den Spot fürs Museum gedreht habe. Da kam er ins Studio und nur um mir Hallo zu sagen und zu sagen, er findet es gut, dass ich das mache. Und das war deswegen, das war ein ganz, da war ein paar Tage vorher, hatte ich einen Todesfall in der Familie. Und es war eigentlich noch ziemlich angefasst irgendwie und so. Und das hatte dann irgendwie, habe ich ihm auch erzählt. Und der war ganz leise und ganz freundlich und ganz empathisch und so. Und hat gesagt, ja, das ist toll, dass du es dann trotzdem machst und so. Und war auch so, hat dann so zugeguckt, so geschmunzelt. Und so. Also überhaupt nicht dieses so, ja, ich mache jetzt hier wieder das Fass auf und mit ausgebreiteten Armen der Messias kommt. Das macht er ja gern mal. Das kann er natürlich auch oder mich gut. Aber dann habe ich auch gedacht, guck mal an, was das für eine ganz andere Seite ist. Ja. Ist auch ein geiler Typ. Ich erinnere mich noch, das war damals sogar, da war der Löwen Frankfurt gegen die Eintracht Eishockey gespielt. Das war das unterklassigste Spiel, was es gibt, weil die Eintracht ja pleite war. Und da haben sich aber ein paar Ultras darauf abredet, weil zu der Zeit kein Fußball war. Und da ist er auch hingekommen. Und da stand ich mit ihm unten in der Pistenbar, hieß das noch, in der Eissporthalle. Genau, die Pistenbar. Und dann hat er uns einfach eine Runde Bier ausgegeben. Also so, ich glaube, das war mein Erlebnis, wo ich dachte, das ist einfach, der kann überall, auf jedem Parkett kann er auftreten. Auch. Und der ist im Endeffekt geil gewesen. Ja, bei der 15 Jahre Ultrasfeier hat er ja auch gesprochen. Im Endeffekt ist Peter Fischer trotzdem einer von uns. Ja, also naja, und vor allem, also mit der AfD-Geschichte hat er sich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unsterblich gemacht, aber so, muss so. Muss man aber auch erstmal machen. Es ja, so musst, viel, natürlich musste das erst, ich finde, der keiner traut sich, keiner. Ja, und der sagt, ich will das nicht haben und wird dann auch Dings und so und auf einmal sagen alle wow und ich muss auch sagen, also das hast du ja, oder hat einer von euch vorhin gesagt, wo wir auch diese Stimmung im Verein nochmal besser wurde, wo ich habe neulich mit Bärbel Schäfer drüber geredet, weil die kam dann drauf und sagt, ja, denn wir müssen ihn noch mehr unterstützen, sag ich, Bärbel, ich habe in jedem Interview danach gesagt, dass ich das geil finde. Sag ich, und vor allem, alle haben es ja auch dann gesagt. Also es gab ja auch nicht so ein Lamentieren, auch an Stäubing oder sowas, weil so Kohletypen weißt ja nie so, nee, stehen die genau. Klar. Und er sagte, nein, es ist gut, dass er es gesagt hat, ich finde es gut und das ist halt der Peter, so wie er in Atem. Und ich dachte, wow, der ganze Verein ist politisch auch ganz klar in so einer Haltung. Und boah, das war echt ein gutes Gefühl. Was halt auch wirklich krass ist, weil ich meine, natürlich weißt du, dass St. Pauli eine Richtung hat, so, ne? Aber das ist halt auch schon ein Nischenclub schon immer gewesen. Aber bei der Eintracht, die halt auch vieles vereint, wo natürlich auch Leute sind mit mehr Geld, die natürlich auch vielleicht eine andere Richtung politisch einschlagen, dass du aber trotzdem auf diesen gemeinsamen Nenner kommst und alle darunter vereinen kannst. Ist in Frankfurt viel höher zu bewerten als St. Pauli. Auf jeden St. Pauli Fall. Feiert natürlich auch sein Special Image schon immer irgendwie mit Totenkopf, Flagge und was weiß ich und sowas und irgendwie und zelebriert. Ich kenne Leute, denen geht das tierisch auf den Sack. Ja, das kann ich sagen, ich kann St. Pauli, ich ertrage das gar nicht mehr, dieses politische, wir sind die linken Guten und sowas irgendwie und der Underdog-Verein und der andere Very Special und so. Irgendwie das, also ich fand das in Frankfurt viel bemerkenswert. Es ist auch so, weil du dann auch diese Bilder eben hast. Du hast erst eine Kampagne, die United Colors of Frankfurt heißt. Ja. Das kannst du natürlich, das kann jeder machen, das kann St. Pauli. Aber wir haben das dann dadurch, dass 100.000 bis 150.000 in der Stadt alle zusammen waren, ohne dass irgendjemand sich nur den Fingernagel irgendwie umgeknickt hat. Das hat es doch gezeigt. Und da haben, der Marvin hat es gesagt, da hat jeder mitgefeiert. Jeder. Also da gab es nicht, dass du gesagt hast, oh, das ist der Typ Fußballfan. Nee, da mir liefen, also ich habe in Berlin schon mit so einem 80-jährigen Rollstuhlfahrer zusammen geweint. Dann hast du hier den 13-Jährigen, der sich freut. Dann gibt es einen 36-Jährigen, dann gibt es einen dummen, schlauen, grün, gelb, weiß, groß. Also wie wir es haben. Und das wird in dem Moment ja auch mit Leben gefüllt. Zu sagen, okay, das ist nicht nur Gebabbel, sondern das passiert hier. Wenn die Eintracht den Pokal holt, tanzen alle auf den Straßen, ohne dass irgendwas passiert. Aber es hat die Sache halt auch noch zusammengeschweißt. Denn danach, das dürfen wir auch nicht ignorieren, hat es, also gerade nach diesem klaren Statement, hat es auch wirklich eine Welle dagegen gegen Peter Fischer gegeben. Es war schon, also eine gewisse Art und Weise, das habe ich ja auch in meiner Arbeit mitbekommen, hat auch einfach wirklich damit zusammengehangen, dass viele AfD-Mitarbeiter oder Führungsköpfe sich ganz
klar auch gegen ihn positioniert haben, natürlich auch durch die sozialen Netze auch wirklich einen Shitstorm eigentlich vorbereitet haben, aber da war es dann noch klarer und noch wichtiger gewesen zu sagen, nee, ja, da kommt ihr halt mal, da stehen wir aber trotzdem dagegen an. Und das war auch wichtig, dass es vielleicht ein paar Leute, die eigentlich eher unpolitisch gedacht haben, gesagt haben, weißt du was, nee, also wenn ihr dann so ankommt, dann bin ich eher beim Peter Fischer. Und das war auch gut, weil man muss auch manchmal einfach klare Kante, ich finde das total geil, was ich muss ehrlich sagen, ich finde cool, was bei Pauli passiert, ich weiß auch in den unteren Klassen, dass da auch ein Spirit lebt und so weiter und so fort, dass es auch wirklich nicht nur gebabbelt ist, gerade wenn du halt es also in den unteren Ebenen siehst, aber wie das bei der Eintracht dann war und dass du sagst, okay, auf einer breiten Basis ist das unser Konsens und wenn ihr Mitglieder sein wollt, dann verpflichtet ihr euch halt dazu. Und wenn ich gleichzeitig aber ein anderes Gedankengut pflege, kann ich eigentlich gedanklich gar nicht Mitglied der Eintracht sein. Das ist etwas da, was wir wirklich auch leben, auch weiterleben müssen. Und ich denke aber, das ist ein guter Weg, um damit weiterzufahren. Das hat aber auch genau das, eigentlich fasst das Problem, was wir heutzutage haben, ganz gut zusammen, dass man Selbstverständlichkeiten nochmal betonen muss. Ja, stimmt. Also das ist ja eigentlich nichts, wo man sagt, boah, da ist aber wie sind da drauf gekommen hier, sondern das sollte eigentlich ein Konsens sein, dass man das heutzutage nochmal extra betonen muss, ist schon, jetzt, das weiß ich nicht. Sorry, wenn ich ganz kurz einhake, da will ich dich jetzt mal fragen, Henny, denn das ist ja bei eurer neuen Platte genauso. Also ich meine, ihr positioniert euch ja auch ein bisschen klarer als vielleicht in der letzten Zeit oder gibt es jetzt Leute, die das jetzt schon kritisieren? Hast du schon ein bisschen was so mitbekommen? So die Platte ist ja noch nicht draußen. Es gibt ja nur Promo-Exemplare, das heißt, die ist noch überhaupt nicht im Handel. Ja. Das heißt, wir haben noch gar keine wirklichen breiteren Reaktionen drauf. Aber sag mal, wir haben viele Mediengespräche gehabt und zum Beispiel, es gibt natürlich ein paar Positionierungen, aber die gab es auf den CDs schon immer. Es gab jetzt kein Kabarett. Wie war das damals? Ja, Sabine ist natürlich da. Wie war das damals? Also gab's Sabine war so, dass ich habe das ja erlebt. Also ich war ja derjenige, der wirklich vor so drei Idioten saßen, die wirklich mit Bananenchen und vorne flogen Bananen auf die Aschenbahn und so. Und dann hat jemand gesagt, aber ich habe gehört, der soll nächstes Jahr zu uns kommen. Und dann kippte das. Dann habe ich das dem Gerd erzählt und sagte, das machen wir genauso für die nächste CD. Das war auch gerade zeitlich so ein Vierteljahr davor. Und dann haben wir das gemacht und haben einfach diese Idioten auch dargestellt. Und dann ist es tatsächlich so, dass das ist ja immer so mit auch wenn du Arschlöcher darstellst, viele erkennen, dass wir die nur demaskieren wollen, aber es gibt immer Dummies, die sagen dann, ja, boah, das sind ja auch ganz schön rechts geworden. Ja, ja. Ach, denk, du lieber. Und das passiert nicht nur in so dumm, also vielleicht bei so Dummies, sondern wir haben dann viele, viele, viele Jahre später, wir hatten den Sabine-Sketch mal im Sportstudio live gespielt. Da war Anthony Yeboah im Publikum und wir waren eingeladen und haben den Sketch gespielt. Und Günther Jauch war noch Moderator. Und dann haben wir als Bonusmaterial angefragt, ob wir das haben dürfen für eine DVD. Weil wir als Klassiker vom ZDF-Archiv. Und da hat es ein jüngerer Redakteur sich angeguckt und hat gesagt, das kann ich nicht freigeben, das ist ja hochrechtsradikales Material oder rechtspopulistisches Material und das wäre faschistisch und das wüsste bis heute nicht, warum das im ZDF gezeigt worden wäre. Und da muss man wirklich man wird dann ganz müde. Ja, und sagt, boah, soll ich das echt erklären? Nee. Also, da ist noch Wasser drin. Ach, da ist auch noch Wasser. Ich habe schon die Trittflasche Wasser. Ich bin so aufgeregt. Ich meine, trotz der Tatsache, dass ich das jetzt noch nicht veröffentlicht, der eine oder andere hat es ja auf jeden Fall trotzdem schon gehört. Aber wurdet ihr damit schon konfrontiert? Ja, aber wie gesagt, also wir haben ja schon immer, wenn wir zum Beispiel diese Stammtisch-Idioten, die dann über den Islam gehört zu Darmstadt, und dann merkst du, die wollen das nur haben, weil damit sie, eigentlich finden sie, sind sie total reaktionäre Arschlöcher, die am liebsten auch hätten, dass ihre Frauen verschleiert sein müssen, weil sie nicht mehr so ansehnlich sind und weil sie am liebsten hätten sie auch gar nicht in der Kneipe, weil sie dann ungestört saufen können, dann ist es natürlich, macht das einen Riesenspaß, diese Idioten auch darzustellen und auch wenn die dann am Ende dann Schwanz einziehen, dann angerufen werden müssen und nach Hause kommen, weil die Frauen dann, aber das hat uns ja schon immer Spaß gemacht, also die schwachen, blöden, unsympathischen zu spielen, macht doch viel mehr Spaß, als jetzt irgendwie nur zu erzählen, was alles gut ist. Und wir sind ja auch keine Kabarettisten, wir sind ja schon immer, stehen ja immer dafür da. Oder wenn ein hessischer Pornofilmproduzent anruft und am Ende irgendwie eigentlich vorgibt, er hat ein politisches Anliegen, weil es im stillgelegten Atommeiler spielt, der aber noch strahlt irgendwie und sowas und am Ende geht es nur ums Ficken eigentlich, dann ist es natürlich auch diese Verlogenheit, die es ja unheimlich oft auch gibt. Ja. Und das gab es ja schon immer. Wir haben gerade neulich darüber geredet, da seid ihr zu jung, aber zum Beispiel, es gab vor vielen, vielen Jahren, gab es einen Typ, der hat Filme gemacht, Sexfilme gemacht, immer mit Frauen mit riesigen Titten und der hieß Russ Meyer. Und die Russ Meyer-Filme waren irgendwie in der linken und grünen Szene
legitimiert. Die waren so, das guckte man. Ja, so nach dem Motto, also man geht jetzt vielleicht nicht in so einen billigen, so einen Pornofilm oder in die Frau Wirtin-Film, aber Russ Meyer-Filme gehen. Das geht intellektuell, obwohl es nur um Titten ging und man und die auch der Linke natürlich nichts. Es ging nur um den Ständer, um den linken Ständer, die linke Erektion. Aber es war so ganz verlogen. Da habe ich mich früher schon drüber amüsiert, wo der immer sagt, nee, wir kommen, dann haben wir abends noch mal, gucken wir wahrscheinlich noch mal einen Russ Meyer-Film. Diese Filme hatten nichts Politisches. Sie waren vielleicht ein bisschen trashig, aber sie waren letztendlich, der war ein großer Fetischist von großen Brüsten. Das war das Einzige, was den interessiert hat, und das war das Einzige, was man in den Filmen auch gesehen hat. Und das war so, und das, darum geht es zum Beispiel bei unserem Sketch auch, dass jemand so einen Scheißer erzählt, ja. Oder wir hatten jetzt zum Beispiel auf der Platte einen Sketch, wo so ein ganz kleines Ding, wo man hört, wie unten ein Briefträger, der unheimlich viel Spaß bei der Arbeit hat und dabei Walzermusik hört und so. Und das ist natürlich jetzt gerade bei der Diskussion um die Ansprüche an die neuen, an die Postangestellten, was die alles mitbringen müssen in Zukunft, sind wir natürlich auf einmal top aktuell, ohne dass wir das vorher wussten. Also manchmal hat man auch Glück. Ja, das ist cool. So, dann lass uns noch mal ein bisschen über diese Eintracht-Saison sprechen. Ich glaube, da war noch so ein bisschen was mit Fußball, habe ich gehört. Ja, da war ein bisschen was mit Fußball. Wenn wir uns die Hinrunde mal so ein bisschen vergegenwärtigen, dann wissen wir, dass wir zumindest die Auswärtsfans einigermaßen beglücken konnten. Mit Dafür guten war Partien. Zu Hause halt eher so kacke. Ja, war nicht so gut. Ja. Die Rückrunde also, konnten wir noch nie. Naja, stimmt. Aber es hat in der Hinrunde auch schon angefangen, dass wir immer, wo wir dachten, es geht jetzt wieder in die schlechtere Richtung mit Heimniederlagen, immer auswärts reagiert haben. Ich erinnere mich an dieses Spiel in Gladbach, das war auch so ein entscheidendes, wo der Prinz sein erstes Tor gemacht hat. Ja. Da hast du gedacht, boah, vorher ist nicht so gut gelaufen. Zack, gewinnst du in Gladbach. Dann hast du wieder ein schlechtes Heimspiel und dann haben wir noch in Köln gewonnen, glücklich, wo mit diesem Gacinovic-Elfmeter. Boah, das war schon. Das waren immer wichtige Spiele, die immer verhindert haben. Die haben immer verhindert, dass das irgendwie in die negative Richtung. Also die Eintracht war mental immer auf dem Punkt und hat dann, wenn sie gewinnen musste, auswärts, wie der Marvin es gesagt hat. Ja, nicht. Ja, wir haben ja ganz, ganz oft, das hat ja, ich glaube, bis zum 20. Spieltag gedauert, bis wir überhaupt mal irgendwie mehr als ein Spiel in Folge verloren haben. Wir haben ja auf jede Niederlage immer konsequent bis mit das der 20. Spieltag. Das war auch deine Bezeichnung emotionaler Fick, weil du das immer im Endeffekt jedes Mal gedacht hast, oh, endlich, jetzt kommt der Weg nach oben und dann wird es doch wieder. Ich hatte mir vorhin nochmal so eine Grafik angeguckt, der Sieg, und du konntest sehen, so bis zum 27. Spieltag ging es konsequent so treppchenweise nach oben. Und dann kam einfach so konsequent die Flatline, wo nichts mehr ging. Und dann macht es noch so einen kurzen Sprung beim Hamburg-Spiel. Aber da merkst du einfach, ab dem 27. Spieltag war so ein bisschen die Luft raus. Das war ja auch das, was viele Spieler dann so im Nachhinein jetzt bemängelt haben. So Trainingssteuerung, vielleicht dann doch mal irgendwie so zu sehr angezogen. War das so? Radetzky muss sich wohl sehr stark dazu geäußert haben. Interessant. Dass er gesagt hat, so vielleicht da einfach nochmal so ein bisschen die Luft rausnehmen. Der Torwart hat sich über die Trainingssteuerung geärgert. Ja, das ist okay. Warum? Aber ja, aber er ist ein schlauer Typ. Also einmal ist komplett, warum soll man ihm nicht zutrauen, das beurteilen zu können? Also, vielleicht hat aber Kovac, vielleicht war das sein Plan. Der hat gesagt, okay, dann leiden halt diese restlichen Bundesligaspiele darunter, wenn wir dann halt nochmal wirklich die letzte Power im Finale hatten. Also da wirkt das nicht auf mich so. Da haben die Spieler schon, also wirklich, wie die gebissen haben, das musst du auch erstmal schaffen, ständig zu laufen im nächsten Finale. Also, sorry, ich bin schon wieder Nein, ich meinte nur, ich weiß, es ist aber so, wie gesagt, ich glaube, wenn die Eintracht den Pokal nicht gewonnen hätte, würden wir ganz anders hier sitzen und ich würde jeden einzelnen Aspekt zerpflücken und sagen, boah, ich kann mittlerweile sagen, selbst wenn der Oliver Bierhoff sagt, ich hätte Eintracht nicht gewonnen, mir ist das alles egal, soll die alle machen, was sie wollen. Hat er das gesagt? Ich wusste das gar nicht. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, dass er es blöd findet, dass die Eintracht den Pokal gewonnen hat, weil er so viel Bayern spielt. So hat er das nicht gesagt. Also man hört leider die Frage von dem ZDF-Menschen nicht, aber seine Antwort war, dass er das ja schon sehr bedauert, er hätte ja auch seinen Spielern die Daumen gedrückt. Und das ist halt so der Punkt, wo wir sagen, naja, muss man da jetzt irgendwie einer Mannschaft die Daumen drücken? Klar sind da mehr Nationalspieler drin als jetzt bei Frankfurt. Und er hat auch gesagt, es gibt dann auch bei der WM Spielmannschaften wie Frankfurt. So, du stellst, ne, das Ding ist, das Narrativ ist halt merkwürdig, ne? Ja. Dass er halt die deutsche Nationalmannschaft mit den Bayern auf ein Podest stellt und dann gibt es Mannschaften wie Frankfurt. Und das ist, weil wir halt sehr in der Saison wieder übers Körperliche gekommen sind. Wir haben das kann man so oder so sehen. Also aber eigentlich meint er schlechte Mannschaften, die sich hin reinstellen und die auf die Knochen treten. Ja. Also
Ja, aber eingestellt haben wir uns jetzt ja auch nicht unbedingt. Aber es ist, wie gesagt, mir ist es eigentlich völlig Wurst. Ja. Ja. War auf jeden Fall unglücklich, denn er ist in einem offiziellen Amt im DFB und da kann man auch mal Pokal niemanden glauben. Ja, vor allem, sagen wir mal, jetzt auch aus der Gesamtposition raus, kann man auch mal sagen. Und trotzdem ist es schön, dass in unserem deutschen Fußball es möglich ist, dass der Underdog mal irgendwie den Übermächtigen schlägt. Das muss er doch eigentlich sehen. Er ist doch total schlau. Den DFB-Pokal auch aufwertet. Ja, klar. Und leider habe ich das halt. Also ich meine, schade, dass wir uns, dass wir darüber überhaupt sprechen müssen, aber wenn ich mir überlege, beim DFB hat leider genau das, was du gesagt hast, bislang keiner gesagt. Ne? Grindel hat es bedauert, dass die Bayern im Endeffekt das Ding nicht gewonnen haben. Da hat er nur bei der Eintracht ja daran appelliert, dass es ja mit Würde zu tragen ist. Wir sollen jetzt ja in Europa benehmen, hat er gesagt. Ja, genau, also da denke ich mir auch. Okay, ich kann solche Aussagen treffen, aber sie festigen das Bild, dass das unnötig die Trennung auch. Ja. Dieses, gebe ich dir recht. Komisch. Schade. Ja. Aber gibt es neben dem Pokalspiel vielleicht noch weitere Spiele der Saison, die man so ein bisschen herausheben kann, um da nochmal so ein bisschen die Kurve zu tragen? Marvin, du hattest gerade eben schon angedeutet, du hättest da eins. Ja, genau. Also für mich war das Heimspiel gegen Red Bull, nein, das heißt der Rasenball Leipzig, ja. Das war für mich eines der absoluten Highlights. Also das war eine Rückrunde. Und das war ja eigentlich schon ein Spiel, wo du gesagt hast, okay, Red Bull oder ich sage immer Red Bull. Ja, ist ja egal. Passt. Genau. Der Brauseverein. Ja, genau, der Brauseverein im Endeffekt. Die haben ja eine sehr krasse Hinrunde gespielt, ja, auch in Europa unterwegs gewesen. Und du denkst ja, okay, das wird jetzt schon knackig, wie können wir denn da was holen? Und sie haben vor allem so ein unfassbar gutes 1-0 gemacht. Ja. Das 1-0 von Leipzig war, wo man so sagte, okay, das kann ganz hart werden heute irgendwie. Das habe ich so gedacht. Und es kam ganz anders. Es kam ganz anders und aber auch, wie alles im Stadion schon war. Es ist ja nicht nur das Spiel gewesen, sondern die Emotionalität, die du davor hattest, weil es war das Montagsspiel. Das war das erste Montagsspiel, genau. Ja. Und du hast gemerkt, okay, Wochen vorher ging es ja schon rund. Ne? Was machen die Eintracht-Fans? Wie protestieren sie? Wie stellen sie sich dagegen, gegen diese Modernisierung, weitergehende Modernisierung des Fußballs? Und wie kreativ dann der Protest auch ausgefallen ist? Ja. Das war wie zur besten Zeit, ich bin großer Wrestling-Fan, das war wie zur besten Zeit der Attitude-Era in der WWF, wo jeder sein Schild hochgehalten hat und irgendwelche kreativen Sprüche hatte. Ja. So war das Montags bei uns im Stadion. Ich war in Oberhausen bei WWE. Warst du auch? Da war ich auch. Ich war auch da. Ja, wir waren gemeinsam da. Okay, mit meinem Sohn war ich da, genau. Der hat mir das geschenkt zum Geburtstag. Okay. Weil wir vor 25 Jahren habe ich mein erstes Wrestling in der Festhalle gesehen. Noch wirklich mit den ganzen Cracks, mit dem Typ in dem Brett und so, der Rothaarige. Hexer Jim Duggan. Ja, genau. Oh. Und ich wusste das, kannte das, Juli, ganz kurz, ich kannte den null. Und ich weiß noch, wie ich zwei Karten kaufen wollte ich hatte so einen Kartendealer da im Rottgau und sagte, Michael, ich brauche noch zwei Karten fürs Wrestling. Und dann kriegt er so einen hysterischen Lachanfall. Und ich, wieso lachst du denn so blöd? Er sagt, weil das schon seit 3 Monaten ausverkauft ist. Also ich, was, Wrestling? In der Festhalle, da passen 14.000 Leute rein. Sagte, ja. Und habe ich dann überdreht irgendwie noch, habe ich noch zwei Karten bekommen oder drei und bin dann mit meinem Sohn und meiner Frau hin und das war irgendwie echt, boah. Geil, ne? Aber es war in Oberhausen nicht mehr ganz so. Nee. Außer als Daniel Bryan reingekommen ist. Ja, das war noch okay. Und ich bin ausgerastet alleine, als The Miz reingekommen ist ansonsten. Aber AJ Styles fand ich auch geil. Stimmt, ja. Nakamura ist auch schon ganz gut. Also der Main Event war schon okay. Okay. Gut, und das mal ganz nebenbei erwähnt. Aber, ja, genau. Aber wir waren beim Leipzig-Spiel. Wir waren beim Leipzig-Spiel und dem Kontext zum Wrestling, also zu der Kreativität. Ich fand das auch super. Ich war irgendwie auch... Ich kenne, wie gesagt, Christian Seibert kenne ich leider. Und der hat natürlich gesagt, irgendwie, ja, der hat mir was ganz Cooles gesagt, dass die Fans das nicht mögen oder dass jemand, der arbeiten muss, dass der natürlich nicht gerne am Montagabend 500 Kilometer fährt und dann noch zurück müsste und dann kommt er um 4 nach Hause um 6 aufstehen. Das kapiert er alles, sagt er. Aber das ist dann, sagt er, aber die Vereine, die sich so teilweise hinstellen, so sagen, ja, das finde ich auch nicht gut, aber die Taschen aufhalten ohne Ende. Ich glaube, das sollten wir sehr vorsichtig sein. Das haben wir aber auch gesagt in der Sendung, weil die DFL ist nichts anderes als ein Zusammenschluss aus diesen Vereinen. Ja, die stimmen ja ab, stimmen das ab. Das ist ja nicht so, dass der Christian Seifert der Finanzteufel ist, wo alle sagen irgendwie nein, aber wo alle sagen, oh Gott, jetzt kommt der wieder, sondern der sagt, die sagen mir, was sie wollen und wo es hingeht irgendwie. Das ist verlogen. Die schieben den vor und dann stellen sich dahin und sagen, ich war's nicht. Ja, das ist so. Das ist genau wie mit Scheiß, die sagen alle Scheiß Relegation und am Ende erfährst du, dass nur zwei dagegen gestimmt haben. Also da frage ich mich ja, da beschwere ich doch nicht, Digga. Also bei dem Montagsspielen ist das Gleiche, haben wir aber auch gesagt. Wir haben gesagt, da braucht die Eintracht sich nicht hinstellen und sagen, boah, toll, wie die Fans das gemacht haben. Aber ich fand gut von Eintracht, dass sie, obwohl die offenkundig eine andere Meinung hatte,
dass die das toleriert hat. Zusammen mit den Fans. Ja, dass sie das gemacht haben, dass sie da den Druck rausgenommen haben. Dadurch war das friedlich irgendwie und kreativ. Und ich musste auch, als die Tennisbälle flogen, habe ich mich kaputt gemacht. Ja. Das ist einfach so. Aber es passiert ja auch nichts. Hey. Meine Güte. Und auch, dass, als die Leute hingegangen sind, auch die Fans und dann den Banner direkt davor am Spielfeld angemacht haben, da gab es mit Sicherheit gab es ein paar Hysterische, die gedacht haben, oh Gott. Ja, Ralf Rangnick hat unter anderem gesagt, dass er nicht mehr will, dass ein Spiel unter solchen Bedingungen, wo Spieler Angst haben müssen, ja, um ihr Leib und Leben. Hat das fotografiert und dem Schiedsrichter in der Pause nochmal gezeigt? Ralf Rangnick, das ist ein spannender Typ. Wird er jetzt Trainer eigentlich in Leipzig? Ja, es wurde dementiert. Also der Sportbuzzer hat es aber jetzt. Echt, ja? Sportbuzzer ist ja das, was sehr, sehr Red Bull nah ist. Das heißt, macht er jetzt beides, Sportchef und Trainer? Ja, glaube ich, englisches Modell wahrscheinlich. Ja. Kennt er ja aber. Es ist, glaube ich, also, du bist auch erstmal so jemand wie den Hasenhüttl vom Hof jagen. Erstmal ist es ein guter Trainer, dann ist es auch noch ein schlauer Trainer. Weil ist auch ein Bulle, den würde ich nicht gerne persönlich sagen. Ist auch überhaupt kein Unsympathischer, den kannst du sagen, was du willst. Irgendwie, und dann hast du schon mal jetzt so eine gute Identifikationsfigur, gerade bei so einem schwierigen Club, hast aber wenigstens einen coolen Trainer. Und es wird sich, die Ablehnung bundesweit, was Red Bull angeht, wird natürlich nicht weniger werden, jetzt wenn Rangnick da jetzt auch noch diese Ämter übernimmt. Das ist ganz ungeschickt und ganz dumm. Ja, auf jeden Fall. Hasenhüttl war echt einer derjenigen, wo du sagen könntest, ach scheiße, den Verein mag ich nicht. Aber wenn er ein Interview gibt, dann muss ich schon sagen, okay, der ist gar nicht so unsympathisch. Nein, der ist auch emotional irgendwie, ja. Das ist auch in Ordnung irgendwie. Der hat sich auch gut gesteigert und hat auch selbst gesagt, ich kann bestimmte Aufgaben, bin ich noch gar nicht so weit, Bayern und so. Irgendwie hat er auch eine ganz gute Selbsteinordnung. Also das zeigt aber auch, dass der Verein irgendwie komisch tickt oder dass der Rangnick zu viel Macht hat irgendwie. Und ich war damals nach dem Burnout, das habe ich so gedacht, boah, das ist echt scheiße, wenn du das so hast und bestimmt mit Burnout irgendwie dann noch so einen Job machen musst. Das stelle ich mir ganz krass vor. Aber das Mitleid ist irgendwie verbraucht. Irgendwie. Das ist dieser Mitleidbonus oder dieses so ein bisschen empathische. Er will es nicht anders. Das ist ja noch schlimmer danach im Endeffekt. Also der ist ja durch dieses Leipzig-Projekt, das Hoffenheim ist ja im Vergleich zu Leipzig, das Hoffenheim ja, wie als wenn du eine Dorfschenke wieder auf Vordermann bringst und das plötzlich ein internationales Unternehmen. Also. Naja, gut. Okay, aber auf jeden Fall, das Spiel, gebe ich dir recht, würde ich auch zu meinen absoluten Highlights rechnen, was noch ein wahnsinnig gutes Spiel war, das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Oh ja, wo sie gezaubert haben, wo ich dachte, so jetzt gehen wir die nächste Stufe, also wo man auch endlich begriffen hat, wo der hin wollte, Kovac. Also wo immer am Anfang alle gesagt haben, ja, kämpferisch super, aber spielerisch mau. Und wo ich immer dachte, ja, aber die ist doch nicht zu Ende, die Mannschaft. Die ist ja noch gar nicht da, wo sie hin will. Und wir sind natürlich mal ungeduldig. Und wenn der erst mit 3 Fehlpässe, dann reden wir schon von der Katastrophe. Habe ich auch Kumpels, die sagen, oh, spielerisch Katastrophe, die Mannschaft. Ja. Und so, und dann siehst du auf einmal so ein Spiel und auf einmal rufen mich Freunde von anderen Vereinen an, sagen, ich habe das gesehen, so ein Freund aus Dortmund. Und sagt, ihr könnt ja kicken wie die Eins und sowas irgendwie. Das Tor von Aller war auch geil. Also wo er einfach den Ball annimmt, aber mit dem Rücken zum Tor und der Verteidiger, egal, der war nicht, das war kein Fehler. Er kann einfach nichts machen. Er kann nichts machen. Der rohrt dieses Ding einfach in den Bruchteil. Ja, unglaublich. Also, unglaubliches Tor. Für Potenzial haben eigentlich, ne? Aller, das war mein, auch noch nicht. Das war eigentlich mein. Ne, das ist noch lang nicht. Ich mag den erstmal total, finde den mega sympathisch. Ja. Dings und der kommt noch. Also da bin ich jetzt auf den neuen Trainer auch gespannt. Da hat ja so ein paar Baustellen irgendwie, auf die er sich wahrscheinlich mit Freude stürzen wird. Und da gehört Alea natürlich auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er. Ich glaube, der braucht einfach diesen Partner. Ich glaube, das ist kein alleiniger Stürmer dafür. Ich ist ja Marabisch. Trotzdem gut, dass ich muss euch mal kurz was erzählen, weil nochmal, das gehört jetzt nicht, aber weil wir beim Pokalspiel letztes Jahr, ich habe letztes Jahr vom Pokalspiel gegen Dortmund, da war es ja so, dass man hat in Erwägung gezogen, dass es ja möglich sein könnte, Dortmund zu schlagen. Das ist ja in der Vergangenheit ein paar Mal auch passiert. Wir haben gegen Dortmund nicht so ganz schlecht ausgesehen. Also habe ich, und das hat es viel schwieriger gemacht als vor dem Bayern-Spiel. Vor dem Bayern-Spiel, wir werden es verlieren. Und wenn irgendwas Komisches, irgendwas Tolles passiert, dann ist es sowieso ein Wunder. Aber gegen Dortmund hatte ich so eine scheiß Nervosität. Und dann habe ich mir geschworen, dann habe ich das runtergefahren, habe mir wirklich ein Spiel gesagt, Nachtsheim, es ist nur Fußball. Es ist nur ein Pokalendspiel. Wir haben eine ganz gute Saison gespielt. Und das ist toll, dass dabei ist. Jetzt komm mal runter und nimm das mal nicht so ernst. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, okay, das nehme ich jetzt mal nicht so ernst, weil ich mir das gerade sage. Und dann träume ich in der Nacht vor dem Pokalspiel, dass Niko Kovac mich anruft und sagt, dass er mich leider nicht aufstellen kann. In und dann sage ich, warum? Sagt er, weil du bist 60 geworden und das geht jetzt einfach nicht. Es ist schwer zu vermitteln draußen und sowas. Und dann sage ich, aber ich habe mich doch gut vorbereitet. Sagt er, ja, du bist auch noch ganz gut fit, aber es ist trotzdem ein bisschen altersmäßig drüber. Das war's, habe ich echt geträumt. Ich schwöre. Okay. Das ist zum Thema, was Fußball mit einem so anstellt. Ja, fürchterlich. Krass, oder? Auf jeden Fall. Aber ich finde dieses Wolfsburg-Spiel ist interessant, weil dieses Wolfsburg-Spiel bei mir, das hat mich eigentlich erst wieder zurückgeholt, weil ich bin problematischerweise mit diesem Naldo-Tor in diese Winterpause gegangen. Ich habe dieses Naldo-Tor, das hat mir auch länger als bei anderen, ich wurde auch oft dafür ausgelacht dann so, von wegen, ja, hast du es jetzt immer noch nicht verkraftet?
Nein, weil das für mich das gezeigt hat, okay, das ist, ich habe trotzdem Angst, dass das diese Eintracht ist, weil dieses Spiel musst du nicht verlieren. Und dann hast du dann nämlich genau dasselbe in Grün gehabt zum ersten Spiel, wo du dich wieder motiviert hattest, das gleiche gegen Freiburg. Also Freiburg war grottenschlecht an dem Tag. Furchtbar. Und die eine Standardsituation versaut wieder. Da war ich so fertig, weil ich gedacht habe, wir greifen da oben nicht mehr an. Ich gucke dieses Spiel gegen Wolfsburg, fahre ich jetzt in die Rhein-Main-Therme und entspanne mich einfach, weil ich mir genau das gleiche gesagt habe, ey, was ist, ist nur Fußball. Und ich wollte auch nicht, dass meine Freundin darunter leidet, weil die dann immer, die wusste schon, wenn die Eintracht verliert, dann ist das Schalke-Spiel war an ihrem Geburtstag und ich saß in dieser Geburtstagsgesellschaft und habe mit keinem mehr ein Wort geredet. Und da war sie schon ein bisschen sauer, das habe ich auch verstanden. Nach dem Freiburg-Spiel habe ich gesagt, ey, Schatz, wir gehen jetzt einfach in die Therme, wir beide machen uns einen schönen Tag. Problematisch war, das wurde dann in der Therme gezeigt. Dann saß ich mit dem Handtuch und mit dem Karl und mit Werner an der Bar, die natürlich mir dann auch ein Bier ausgegeben haben und haben dieses Spiel geschaut. Und dann war ich trotzdem wieder in der Saison drin. Und es gab so viele Momente, wo du gesagt hast, nee, weißt du was, macht euren Scheiß alleine. Und dann stehst du wieder vor der Tür, lass mich doch bitte rein. Hier, sorry. Was hier, wo waren das, wo ich das Gefühl hatte? Weil da genau, da hattest du es auch getwittert, du kannst nicht mehr. Ja, war, bei wahrscheinlich Augsburg oder so. Das war irgendwie, dann, das war glaube ich Stuttgart oder Augsburg. Ja, weil da war es also auch, da hast du genau, Alter, es ist immer wieder, du raus. Machst dir diese Hoffnung und du redest dich ja selbst rein, weil du einfach gezwungen bist, wenn du dann teilweise die Leistung siehst, wie die Eintracht manchmal spielen kann, und aber dann die Ergebnisse einfach nicht einfährt. Das war dann zwischenzeitlich schon brutal. Aber wenn du dir dann überlegst, eigentlich würde ich gerne zu meinem Vergangenheits-Ich gehen und sagen, hier Digga, das ist noch gar nichts im Vergleich zu was noch auf dich zukommen wird. Also das ist ja noch viel, nur weil wir mal 2-2 gegen Schalke im Ligaspiel, das ist ja nichts im Vergleich zu der emotionalen Achterbahnfahrt, die dann gegen Ende noch kam. Also das ist ja Pipifax gewesen. Deprimierend war aber auch, ich glaube es war Dortmund, als wir in der Nachspielzeit genau, da war ich auch Das war ganz krass. Das war, die Eier, das war, mit der, das war der fieseste, fast der fieseste Moment. Ja. Da wirklich, weil der Typ ist nicht unsympathisch, der das Tor gemacht hat und sowas, aber aber ich hab's echt gehasst. Ich hab's wirklich, saß davor, weißt du, kommt der später Ausgleich dann noch von Dani Blum irgendwie, der von dem ich gar nicht mehr wusste, dass es den noch gibt. Ja. Und dann denkst du so, Alter, das ist so gerecht, das ist auch völlig verdient und dann das noch. Das war der, ich würde sagen, so emotional war das der krass, der Negativpunkt. Ja, das war krass. Das stimmt. Ja. Das weiß ich noch. Nachspielzeit. 96. Das war 97. Also 92. Ausgleich, 94. Das 3-2. Und das Ding war, ich war dort. Und ich war nach dem 1-1 war ich schon voller Bier. Aber dann ging es ja direkt auch 2-1. Also es war eine ähnliche Situation. Ausgleich, zack, 2-1. Und dann meint mein Kumpel noch, ey, wir machen das 2-2. Und ich so, nee, dann machen wir 2-2. Und dann war alles zu spät. Da sind Leute rumgeflogen und bla bla. Da hattest du dich gerade beruhigt und guckst nur und denkst dir, der steht da. Und dann denkst du, ey, ist doch abseits. Weil ich hab da Costa von da hinten nicht gesehen. Hab gesagt, ey, der steht da allein, der ist abseits. Und dann hab ich die ganze Zeit auch noch gewartet in der Seelenruhe, bis hier einer kommt, macht hier das Videobeweiszeichen. Kam nicht. Dann hab ich auch da gestanden und hab gesagt, das ist nicht euer Ernst. Schock. Das waren viele Situationen, wenn man das jetzt im Nachhinein sich nochmal überlegt, an was für Situationen man in der Saison oft an dem Punkt war, wo man denkt, nee, lasst mich in Ruhe. Krass eigentlich. Das kam natürlich aber auch durch, was der René gesagt hat, dass es diese Eigenart hatte, dass die Eintracht immer mit dem Sieg auf Niederlagen reagiert hat. Also das war wirklich immer dieser Wechsel. Das gab es nicht und das Wahnsinn. Ich glaube, das wird eine Saison sein, an die werden wir uns lange erinnern. Glaube ich auch. Ich hab mal auf dem Biberberg beim normalen Punktderby hinterm Eintracht-Tor gestanden und da stand es auch 2-2 und dann gab es Nachspielzeiten, hat Michael Kutzop mit dem Kopfball noch 3-2 gemacht. Das ist das Fieseste, das war noch viel schlimmer. Auf dem Biberberg in der Nachspielzeit das 3-2 zu kassieren, ist das Krasseste. Und das muss ich ganz kurz erzählen, weil das ist eine super Gelegenheit. Ich hatte einen Auftritt bei einem großen Eintracht-Fan, der mich gebucht hat, für eine halbe Stunde auf seinem 60. Geburtstag aufzutreten in Aschaffenburg in so einem Hotel. War ein total schöner Auftritt, auch Leute waren mega gut drauf. Ich habe ja alle meine Fußballnummern gemacht. Und dann stehe ich irgendwann im Raum, es spielt ein Pianist draußen, dann gibt es ein Feuerwerk. Und auf einmal stößt mich jemand mit seinem Bauch an, von hinten, richtig fest. Und schreit, was dann? Und ich drehe mich um und da steht vor mir so ein Riesentyp und so haut mir seinen Bauch in meinen Bauch an. Was dann? Schubst mich durch den Saal. Sag mal, spinnst du? Sag ich, so, der kennst mich. Und dann gucke ich ihn an, sag ich, ja, Physiognomie, aber ich weiß, krieg's gar nicht, sagt der Michael Kutzop. Ich bin der den wichtigsten Elfmeter der Bundesliga-Geschichte verschossen hat. Und was dann? Und da hat er wohl gedacht, dass was dann irgendein Zitat aus einem Badesalz-Sketch sein soll. Ach Gott. Und hat gedacht, dass ich da jetzt das total lustig finde. Mir war das nur total unangenehm. Und, bitte. Also ganz schrecklich. Dann habe ich noch so gesagt, um die Situation, ja, nicht nur das, sondern du hast auch mich mal traumatisiert, weil du dieses 3-2 in der letzten Minute der Nachspielzeit gemacht hast gegen Eintracht. Und da steht er da, der hat schon einen Tee gehabt. Habt ihr es gehört? Hier der Arne vom Badesaus, den habe ich mal traumatisiert früher. Oh, was dann? Aber krass.
erst, dass Michael Kurzhoff für eine Selbstwahrnehmung hat. Ja, bin ich bin Michael Kurzhoff, ich bin der, der den wichtigsten Elfmeter der Bundesliga-Geschichte verschossen hat. Verschossen hat. Nein, aber was der, damit läuft der rum. Das ist ja offensichtlich ein schweres Trauma irgendwie. Was ich fand das aber, da war ich noch zu klein. Aber das okay, das mal nur zum Thema kurzer Seil, aber das, ich habe nicht oft Gelegenheit. Gerne mehr davon. Weil irgendwie lustig die Situation, dass er wirklich denkt, was dann ist, löst irgendeine Reaktion aus. So, von wegen, als wenn es darauf so die passende Antwort aber das passiert mir oft, das passiert oft, dass Leute auf einen zukommen und zitieren was ich nicht zuordnen kann. Ich habe einen Typ gehabt, der kommt zu mir, guckt mich an, gibt mir und sagt, und dann habe ich die Tür aufgemacht. Bei mir rattern 200 Sketche, alle Badesalz-CDs rattern rauf und runter, wo ist der Satz? Ich habe die Tür zugemacht, ich kenne ihn nicht. Ich schreibe dem Gerd, sag mal, kennst du den Satz? Da habe ich die Tür aufgemacht, der Gerd, drei Fragezeichen hast du noch alle Tasten im Schrank. Und der Typ dreimal, dann habe ich die Tür aufgemacht. Und ich gehe nach Hause irgendwie und habe keine Ahnung, was der wollte. Und vierte Reaktion, indem er es viel zu repetitiv aufnimmt. Völlig. Stell dir mal vor, kommt irgendwie so Mario Barth, so kennst du oder so, kommt er zu dir und du denkst, okay, Alter, das ist die falsche Person. Hey, wenn jetzt einer kommt und sagt Baba oder was ja, weiß ich, ja. oder Babu oder alles was, das kennst du ja alles. Ja. Aber wenn auf einmal so ein Satz kommt, ich habe bis heute, weiß ich nicht, wo dieser Satz drin ist. Ja? Aber ich merke mir selber, in einer anderen Sendung, die ich noch mache, habe ich so krass diesen Megabreit-Sketch abgefeiert und ich war der festen Überzeugung, ich habe das mein ganzes Leben bestimmt auf dem Schulweg 300, 400 Mal gehört, dass ihr da drei Campari Orange bestellt. Und am Ende höre ich das wieder nach ein paar Jahren und auf einmal sagt ihr, mach mal 6 Campari. Da habe ich gedacht, ich stehe im Wald. Die Sendung heißt auch 3 Campari Orange, weil ich das wirklich gedacht habe. Und am Ende kommt die Sendung von das ist ja cool. Und dann höre ich das Ding und sage, mach mal 6 Uso oder Speichererweiterung. Und dann denke ich mir, hä? Und auf einmal bestellt der 6 Campari. Da war ich aber auch völlig, und es kann sein, dass manchen Fans das vielleicht auch passiert. Oder die haben vielleicht was anderes irgendwie. Aber nur, wollte ich nur mal kurz erzählen. Grüße. Hast du denn noch ein Highlight-Spiel, Basti? Ja, ich hätte auch dieses Das ist der typische Moderator. Das ist der coole Moderator. Der lässt die jungen Hunde, weißt du, um dich rumtollen und dann einfach sagen, Platz. Ich hab, also das ist jetzt gar kein krasses Spiel, weil es spielerisch gut war, aber das war so ein Moment, wo ich gesehen habe, okay, die Eintracht, da könnte was gehen in der Saison. Das war, wo Rebic in Hannover diesen Weitschuss gemacht hat. Das war eine Situation, an die habe ich mich lange erinnert. 2-1 oder so. Genau, ja. Der hat dann so aus, keine Ahnung, 30 Metern nimmt er den Volley, der dotzt noch einmal auf und dann auf einmal schlägt das Ding ein. Und ich war im S9 in der kroatischen Kneipe, da sind alle komplett ausgerastet. Und das war. Mit dem kroatischen Fahrer? Nee, der war leider noch nicht da, hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich es auch findet. Nein, aber das war dieser Moment, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht eine andere Eintracht, die eben in der 90. Minute nicht das Tor kassiert, sondern mit Rebic macht. Und ich war ja eh einer, der immer gefeiert hat, dass Rebic geblieben ist. Ich habe das ja irgendwie probiert, monatelang zu beschwören, weil ich ihn irgendwie immer geil fand. Und ich habe gefühlt, da ist noch was drin. Und dann, das war dieser Moment, wo ich gedacht habe, okay, das könnte eine Saison sein, die muss nicht auf Platz 14 enden, sondern das ist so, weil Hannover war zu dem Zeitpunkt gar nicht schlecht. Hannover stimmt. War ja so, die waren am Anfang spielen. Nicht gar nicht schlecht. Ja. Und dann sind, genau, und dann sind wir da hingefahren und haben da 2-1 gewonnen. Das war für mich so, ich dachte, okay, zumindest mental kriegt diese Mannschaft das auf den Platz. Und das hat mir so ein bisschen die Weiche gestellt, okay, das könnte eine bessere Saison werden als sonst. Das ist ganz interessant, weil es war ja im Endeffekt auch so, dass wir extrem viele Last-Minute-Tore gemacht haben. Ja, ne? Nicht nur gemacht, sondern auch kassiert. Ich hatte mir das auch nochmal angeguckt. Wir haben in der Tat einen Großteil der geschossenen oder auch gefangenen Tore war in der Schlussviertelstunde und was ich auch sehr oft über die Saison von anderen immer wieder gehört habe, war so nach dem Motto, Eintracht-Spiele kannst du immer bis zum Schluss gucken, weil da passiert in den letzten Minuten immer noch irgendwas. Fallrückzieher, wie konnten wir den Fallrückzieher von Allaire vergessen? Das war für mich der geilste Moment im Heimblock. Ja. Also da sind wir auch alle ausgerastet, als der diesen Fallrückzieher auspackt. War es nicht ein Seitfallzieher? Ja, so ein bisschen von beidem. Na gut, Dreiviertelzieher. Nein, aber ja, war der Parkett schon auch gerade gut genug. Ich bin so froh, dass du keinen mein Hund Teppich. Hat mich angeguckt, ich bin so froh, dass du keinen Teppich hast jetzt. Das würde gar nicht gehen. Aber das war auch so ein Moment, wo du im Stadion, wo die Leute. Das Spiel war scheiße eigentlich. Genau. Das hat mich darüber hinweggetäuscht. Da kam da nicht Willems noch rein und hat auf einmal wahnsinnigen Putz gemacht, irgendwie so als Mittelfeldspieler. Ja, genau. Der ist vorne rumgeturnt. Genau. Und dann gab es auch dieses Äquivalenzspiel. Geht zu Hause gegen Bremen. Auch ein dreckiges Scheißspiel, wo du denkst, der Eintracht fällt zu Hause nichts ein. Wir konnten es aber bis dahin ignorieren und wurden dann danach, glaube ich, dadurch ein bisschen davon überfallen, weil wir es ignoriert haben. Als Allaire dieses Tor macht, wo du denkst, da bricht sich jeder von uns hier das Bein, wenn der seine Hüfte so reindreht. Und das waren so Spiele, du hast trotzdem gemerkt, okay, da bist du wieder echt mit Power dabei und hast echt Bock auf die Eintracht auch. Krass war das Rückspiel mit dem Scheißtor.
in Bremen, wo man auch so dachte, das war völlig unnötig und das hätte schon die Europa League sein können. Ja, aber auch interessant, wie oft wir jetzt den Namen Haller schon genannt haben. Das freut mich eigentlich, weil der jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen vergessen wurde, so ein bisschen raus war. Aber gut zu sehen. Also ich finde, das ist auch ein Spieler, den man sagen muss, ich will nicht, ich habe auch schon Leute, die sagen, der muss raus, der nervt mich, der wird auch manchmal ausgeführt. Obwohl er auch zur Wahl des Rookie genau, des Jahres ist. Weil er auch nicht nur über Tore, finde ich. Ich finde, der gibt deinem Spiel trotzdem was. Den kann, wenn dir nichts einfällt, Ball ist für den Ball. Und was ich bei ihm oft, das sind einzelne Szenen, wie krass der manchmal den Ball runterholt mit seinem großen Wahnsinn, Ball. Oder? Spielst du und dann auf einmal liegt er da. Ja. Also als wäre das Iniesta oder so. Dabei ist er so riesig groß. Ja. Das ist sowas, das finde ich auch irgendwie. Und er verliert fast keinen. Also der verliert fast keinen Ball. Er schirmt die unheimlich gut ab. Am Anfang die ersten Spiele, wo er da war, war es ja unheimlich undankbar, weil er oft mit dem Rücken zum Tor stand und immer nur diese hohen, komischen Bananenbälle da kriegte, irgendwie, die er dann irgendwie gepflückt hat. Und da musste das ja irgendwie weiterverwerten oder so. Ja. Das hat er irgendwie, gebe ich dir recht, gut gemacht. Irgendwie immer einen Ball. Undankbar. Eigentlich ein undankbarer Job für einen Stürmer irgendwie. Weil du kommst aus diesen Situationen selten in die Schussposition oder sonst was, sondern bist eigentlich eher so am guckst, wer kommt hinter dir, um wieder zurückzupassen und so. Und da hat er eigentlich auch gezeigt, dass er das gut hat. Ich finde auch, ich glaube, dass der noch, der ist vielleicht bei 50% bei dem, was er für uns abrufen kann. Der ist, ja der ist sein jung. Erstes Jahr in Holland, der kommt aus Holland. Ja. Der ist sein erstes Jahr hier und wenn wir überlegen, Fabian hat das erste Jahr auch nicht viel gebracht. Ja. Wenn der jetzt explodiert, ist das derjenige, den wir dann für 40 haben. Haller hat trotzdem halt auch immer noch letztes Jahr zwar 15 Tore geschossen oder so in Holland, er hat aber davon 6 Elfmeter gemacht. Ne? Ja. Also insofern... Wie viele sind aber der trotzdem 8 Tore gemacht? Oder? Ja, und also, das ist super. Außerdem ist das Gefälle in Holland, wenn du einigermaßen in einem Top 5 oder 6 Clubs spielst, ist das Gefälle zu den Clubs, die unten sind, echt höher. Das ist also in der Bundesliga, das ist ja kein Geheimnis, es kann wirklich jeder jeden schlagen an einem guten Tag. Das ist so. Auch die unteren Clubs sind total unbequem an einem guten Tag. Ja. Freiburg und sowas ist jetzt, wenn Freiburg jetzt abgestiegen wird, mir trotzdem gesagt, aber was ist eigentlich, trotzdem war eigentlich hat einen guten Eindruck hinterlassen, so unterm Strich. Und das gibt's in Holland, da gibt's dann, also da unten, was da unten sich dann rumtummelt, das ist dann schon scheiße. Genau, das ist halt ein krasserer Unterschied, deswegen. Ja, naja, gut. Und Dennis, hast du noch irgendwie... Oh je, nee, also ich muss sagen. Also magischer Moment natürlich, muss man klar sagen, auch wenn es ein Klischee ist, ist das Tor von Alex Meyer noch gewesen, nach seiner Einwechslung jetzt. Wow. Das dürfen wir nicht vergessen, als bei den Highlights da war ich auch gerührt. Also das habe ich auch gedacht, Alter, was für ein Märchen. Ja. Ich dachte, boah, der bringt den so spät. Ich fand das fast unmenschlich, aber dann steht er da und macht's wie immer. Ja. Und das war auch noch Alex Meyer Trademark, also dieses Ding. Ja, genau. Das hat sich auch ganz angedeutet. Genau. Dieser Ball lag auch gefühlt. Das war, wenn das mit dem Pokalfinale gar nicht gewesen wäre, das war auch der Moment, wo ich geheult habe. Weil das war dann für mich der emotionale Frieden in der Saison. Eigentlich im Kleinen sozusagen. Okay, wenigstens haben wir noch diese Feel-Good-Story. Und, also, und wir haben ihn. Und vor allem, wie sanft er auch mit seiner Nicht-Nominierung in einem Endspiel umgegangen ist. Ja, der da zeichnet steht ihn halt aus. Und auch mit dem Kovac ihn anguckt und nickt und irgendwie und überhaupt nicht irgendwie da den, also wenn du denkst, dass Ribéry und Thiago und was die sich alle immer anpissen, wenn der die mal auswechselt irgendwie. Ja, gut, aber der Typ war er ja noch nie. Also. Nein, aber das zeigt ja nochmal jetzt gerade in einem ganz großen Kontext und ganz großen Bedeutung Zusammenhang irgendwie, wie der ist. Ja. Das ist ja aber auch so, der hat ja auch schon oft was abgekriegt. Erinnert euch noch, als Hübner mal gesagt hat, ja, wir müssen die Kröte schlucken, wenn er spielt. Da hast du auch nichts gehört, dass er sein Kapitänsamt ausgenutzt hat. Nee, aber gefallen hat es ihm auch nicht. Also er hat dann schon geantwortet und hat dann irgendwie auch mal darauf reagiert. Das fand ich auch angemessen. Ist ja normal. Aber er macht es immer noch vergiftet. Er hat keine Atmosphäre. Er ist halt nicht derjenige, der sich dann da hinstellt und in derbster Wortwahl dann irgendwie agiert. Er weiß schon, wie er es zu machen hat, aber das hat alles noch ein bisschen klasse gehabt. Der ist ja eh nicht der Großlautsprecher gewesen, aber zu dem Hamburg-Spiel finde ich es insofern auch ganz gut, weil die Eintracht ja war immer so gefühlt immer so eine Mannschaft, die dem derjenige gerade am Boden liegt, irgendwie nochmal gerade auch so Karitas. Genau. Und das fand ich gut. Samariter, das sage ich schon seit 100 Jahren. Wenn ein Verein 18. ist und hat noch kein Spiel gewonnen, dann muss er einfach nur warten, bis die Eintracht kommt. Genau. Da einer, der noch kein Tor geschossen hat. Genau. Und einer, der noch kein Tor geschossen hat. Der Sohn von Harry Koch, erstes Bundesliga-Tor in Frankfurt. Ja, genau. Hör mir auf, ey. Genau. Aber deswegen fand ich das auch wichtig, einfach, dass wir mal gezeigt haben, okay, wenn der HSV absteigt, dann auch wegen uns, ja? Oder wenn der HSV dann nicht wegen uns. Nee, wir lassen uns auch nichts von also dass du keinen Vorwurf hörst von anderen Vereinen, die damit beteiligt sind, sondern sagen, ey, wir ziehen unser. Für uns war es ja zu dem Zeitpunkt trotzdem auch noch wichtig. Ja, klar. Weil keiner von uns, glaube ich, davon ausgegangen ist, dass Stuttgart in München gewinnt. Das hätte ich mir trotzdem nicht vorstellen können. Ich hätte mir gedacht, aus Anstand gewinnen die das. Stuttgart führt natürlich, weil es war vorher bei Bayern auch immer so, aber dann. Habe ich auch gewinne gedacht. Die 3-1. Ja. Da machte Lewandowski noch 3 Tore. War auch und völlig platt, als ich dann Zwischenstände. Wahnsinn. Ja, das auf Schalke stand ich auf der Tribüne und meine Freundin sagt, ich war ein bisschen voll, weil ich noch... Sag mal, wie oft du das... das da sagt die zu mir, Stuttgart führt 4-1. Da sag ich so, was?
Und deshalb, ich konnte das gar nicht. Und die Leute drumherum auch, das war die Größte, weil du dann, eigentlich ging es ja gut los, dass du denkst, boah, Hamburg, die ziehen es durch. Ja. Und da können wir selbst hier verlieren und dann sind wir Siebter und dann, was für mich emotional, weil ich mich schützen wollte, wichtiger gewesen wäre, mit irgendwas im Koffer nach Berlin, genau, zu fahren. Das war ja dieser Gedanke zu sagen, dann spielen wir halt wenigstens Quali Ende Juli irgendwo in Litauen, ist ja egal, das wird auch irgendwie lustig. Ja. Das war ja schon. Das war ein Schock. Aber jetzt fällt es mir gerade wieder ein, also so wirklich auch noch ein anderes negatives Highlight. Ich meine, wir haben ja jetzt viel Positives. War, ehrlich gesagt, da waren wir im Junggesellenabschied. Und zwar war das Spiel gegen die Hertha. Und da habe ich eigentlich 0-3. Gedacht. 0-3. Ja, da habe ich gedacht, Alter, das ist die Hertha. Für die geht es gerade um gar nichts mehr. Ne? Das ist das einfachste Heimspiel, was wir jetzt haben können. Und dann spielen wir es. Hat auch gut angefangen. Vor allem, ich mache jetzt, und wenn ich, Davy Selke, ich habe wenig Fußballer in der Liga, die ich nicht leiden kann. Ja. Das ist einer. Ja. Ich halte den für mega arrogant. Ja. Ich finde ihn bei Interviews unerträglich arrogant. Der ist hochnäsig, der ist bestimmt talentiert, ein guter Kicker, aber meine Tochter hat den gesehen und es gibt ja wahrscheinlich auch Mädels, die sagen, boah, der sieht ja gut aus. Und meine Tochter sagt, der sieht fies aus. Sie sagt, wer ist denn das? Oh, der sieht fies aus. Und zwar nicht hässlich. Sondern sie sagt, nein, der ist schon ein hübscher Mann, sagt sie, aber der sieht nicht nett aus, sagt sie. Und das glaube ich. Ich finde den ganz, und dann ausgerechnet der und noch, dann noch Hasebe, der ihm dann noch, den er dann so provoziert, dass er vom Platz fliegt. Also das, schlimmer geht's gar nicht mehr. Also das war wirklich, wo ich dachte, was für eine Scheiße. Und da habe ich dann echt gedacht, scheiße, ach, weißt du was, ich glaube, das wird mir jetzt alles zu viel, so, ne? Wo ich dann gedacht habe, okay, ja, das denkt man doch immer so mal. Ja. Das wird mir jetzt gerade zu viel. Ja. Wie oft habe ich das denn in meinem Leben schon gehabt? Weißt du was, das interessiert mich einfach gar genau nicht. Genau. Ich gehe zum Curling. Ja. Ja. Ich gucke mir schön Curling an. Hier blau, gelb, Frankfurt, Curling-Abteilung und sowas. Fängt auch erst im September an und sowas am Arsch, weißt du. Und dann in Wirklichkeit ist es so, dass du, wenn wir Auftritte haben, Freitagabends Auftritte haben und die Eintracht spielt Freitagabends und wir spielen ja immer am Stück, wir machen ja keine Pausen und du gehst um 8 auf die Bühne und das Spiel läuft, fängt dann an und dann stehst du im Viertel vor 10 nach der letzten Zugabe, bist du hinten oder 10 und dann ist der erste Griff dahin irgendwie. Und dann kann draußen noch wenn da steht 3-0 für den Gegner, ist die Stimmung trotzdem und man sagt so, nein, ich habe ja einen tollen Auftritt gehabt. Ja, das ist echt. Es macht was mit uns, verdammte Scheiße, das ist schon immer so und das ja. deswegen kommen wir jetzt nochmal zum Anfang irgendwie, deswegen ist dieser Samstag irgendwie, der ist das größte Wärme- und Trostpflaster, genau, das größte Wärme- und Trostpflaster, was wir überhaupt haben können. Und das reicht aber auch, glaube ich. Das ist nicht nur ein Pflaster. Ich glaube, das ist auch eine Creme, die 5 Jahre... Also ja, da gebe ich dir recht. Das ist glaube ich, erstmal für die nächsten 5 bis 10 Jahre würde ich das einigermaßen beruhigen. Das wird, das wird uns in Krisenzeiten irgendwie... Bisschen helfen. Ja. Also natürlich nicht, Frankfurt ist aber auch trotzdem so, Frankfurt wird sich immer aufregen. Das heißt, ach, hör mir auf mit der Eintracht. Ja, aber das wird erstmal reichen jetzt, für mich zumindest, dass ich nie mehr an den Punkt komme und sage, boah, ich schaffe das alles nicht mehr, sondern, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir kommen ja jetzt auch noch die Europapokalreisen dazu. Das wird ja auch, wenn wir eine geile Stadt nur kriegen, wird das auch wieder Bilder provozieren, die wir nie vergessen werden, mit 15.000 in Rom. Habt ihr schon irgendwie so ein Highlight, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne hin? Ich würde gerne nach Istanbul. Ich würde eigentlich ganz gern nach England. Ich auch, bin ich bei. Ja. Bin England, ich, unterschreibe Chelsea ich. Und Arsenal sind ja schon gesetzt. Ja, also ich hätte gern Arsenal. Ist mir eigentlich egal, welches davon. Obwohl Arsenal, ich möchte nicht Arsenal. Ich habe Arsenal schon so oft gesehen, gegen Dortmund und gegen Köln. So. Nee, ich irgendwie was anderes. Irgendwie, ich weiß nicht, wer da noch dabei ist, wer noch vorne dabei ist. Gäbe es irgendeine Überraschung? Also Burnley ist, glaube ich, qualifiziert. Das wäre natürlich geil. Für eine Qualifizierung. Die spielen noch Qualifikationsrunde. Weil du hast bei Chelsea zumindest ein mini kleines Stadion, das darf man nicht vergessen, das ist blöd. Chelsea ist jetzt aber auch kein Wallfahrtsort, weil das so Leute, Chelsea kann nächstes Jahr schon wieder mit der Kohle von dem Typ irgendwie, kann sich da schon wieder so eine Champions League Truppe haben und dann nehmen die uns da ganz fies auseinander. Also ich finde nicht, wir sollten uns Chelsea wünschen. Nee. Das ist Chelsea im Endspiel. Also ich wünsche mir den dritten möglichen englischen Verein im Endeffekt. Ja, also, genau. Also das, einen coolen englischen Club. Genau. Und oder vielleicht dann zwei Gurken. Ja, irgendwas aus Malta, noch was aus Zypern. Genau, Zypern wäre geil. Letztes Jahr war es auch Nico. Was gäbe, kannst du eine Woche Strandurlaub machen. Ja. Genau. Ja, ich würde auch nach Israel, so Haifa oder sowas. Oder hier Tel Aviv oder so. Ja. Mit Spanien. Ja. Spanien würde ich auch. Aber Spanien ist so komisch. Wer ist in Spanien dann? Valencia? Ist das Europa League? Beide Sevillas sind da. Beide oh, ja. Betis. Die haben doch das Abo. Das Europa League Abo. Das ist ganz scheiße. Stimmt. Aber du hast halt auch noch Lazio Rom. AC Mailand ist auch drin. Weißt du, worauf ich auch okay, das wäre AC Mailand, glaube ich, von meinem Bauchgefühl, dass wir in Mailand 2-1 gewinnen.
Beide Tore. Boateng macht das Tor. Dann heißt es ausgerechnet Boateng. Ja. Genau. Und weißt du, auf was ich irgendwie Bock hätte? Es wird nie passieren, weil die nicht so weit kommen. Ich hätte Bock, dass irgendein Verein aus Reykjavik sich qualifiziert und wir dann alle... Du willst doch nur Urlaub da machen. Ja, ja, bin ich aber auch dabei. Aber dass wir alle hochfahren. Island bin ich auch absolut dafür. Ein isländischer Club, der sich qualifiziert. Meine, warum nicht? Die sind jetzt auch bei der Weltmeisterschaft dabei. Genau. Die haben eine Riesenrolle bei der Europameisterschaft gespielt. Also, das wäre so ich geil. Muss ja vorsichtig damit aussagen, aber wenn das wirklich passiert, dann fahren wir alle Mann dahin und chartern uns 2 Wohnmobile und dann machen wir da aber die Tour. Dann machen wir die Tour. Ich werde sowieso die ganze Zeit angesprochen, ob ich Isländer bin. Das passiert mir da ja auch immer. Dann sprechen die mich Isländisch. Wikingerbart. Ja, genau, wegen dem Bart. Und dann verstehe ich nichts und dann erkennen sie erst. Also ich würde auch mitkommen, aber ich würde mir gerne ein 4-Sterne-Hotel buchen und dann warten, bis ihr wieder da seid. Alles klar. Alles klar. Schottland wäre auch bei gut. Dir vorbei. Ja, mal gut. Mal gucken. Schottland wäre auch geil, auch eine gute Idee. Müssen wir, Schottland wäre auch gut. Vor allem schottische Vereine sind auch, sag mal, ist in der Breite jetzt auch nicht so riesenklo, also so nicht also ich eigentlich gibt's gar keinen schottischen Verein, gegen den man keine Chance hätte, muss man mal ehrlich sagen. Ja. Selbst Celtic kannst du. Ja, genau. Das ist es ja. Guten Tag. Ja. Guck mal, wir haben selbst gegen Porto, also haben wir wirklich knapp ausgeschieden, 3-3 als Mangala dieses Ding. Quaresma, Mangala, da hat José Lu noch dieses Ding gemacht. Ja. Das sind schon. Das war auch tragisch. Ja. Was macht denn José Lu jetzt eigentlich? Der José Lu ist immer noch in Dings hier, England, Newcastle, glaube ich. Der wäre der José Lu. José Lu, ja. Das klingt so wie José Lu. Hey, José Lu. José Lu. José Lu. Naja. Aber Europacup wird geil. Ich habe richtig Bock. Ich auch. Wie geil ist das denn? Wieder 3 Auswärtsfahrten. 31. August, Auslosung, alle zusammen. Auf man steigt. Jeder bringt seinen Laptop mit, und dass wir gleichzeitig alle buchen. Wann steigt die Gruppenphase? Erst 30.09. 13.09. 13. Ja, ist relativ früh. Das ist 2 Wochen nach der Auslosung, da muss man schon schnell sein. Wir müssen schnell buchen, schnell unseren Urlaub einreichen, dann geht's los. Ich habe Preise gehen echen. Das ist so geil. Damals, als es in Porto Urlaub einreichen, kannst du doch schon mal die wann die Spiele ist ja schon klar. Aber du weißt ja, wenn nicht zu Hause oder auswärts. Ja. Achso, das weiß ich noch nicht. Ja, und stornieren kannst du deinen Urlaub auch wieder. Alle, nicht alles immer. Da habe ich hier 40 Hotels irgendwo verliegen. Nein, in der Firma Urlaub einreisen. Dann meldet sich irgendeiner aus. Genau, dann ohne Rücktrittsreise. Hier, Mr. Reddy, hier, Flieger geht. Ohne Rücktrittsmöglichkeit, genau. Dann war er pleite, der Basti. Privatinsolvenz. Aber er kommt. Schlechte Planung. Ja. Aber solange wir nicht in die Ukraine oder so müssen. Ach, da will ich auch hin. Mein Gott. Boah. Nee, das muss das dann ich noch sag's jetzt, ich fahre überall hin, egal wo. Solange wir nicht beim ersten... Ja, Basti wäre das direkt verhaftet. Ja. Zieh den wieder blank. Ja. Da sind wir uns ja einig. Ja. Oh, wollen wir noch kurz vielleicht den Spieler des Jahres? Ja. Och, der Saison, ja. Das ist doch gar nicht schlecht, ja. Das machen wir. Ja, dann fang doch mal an. Bin gespannt. Komm. Ja. Gerne. Also mein Lieblingsspieler, aber nicht der beste Spieler, ist Dani Da Costa. Das ist mein Lieblingsspieler. Ich habe das nicht gemacht, ich war eine Fliege. Aber ich mochte auch schon, wie ist unser linker Außenverteidiger, der lange bei uns war, der Spüche. Oczipka. Nein. Der Oczipka immer die Konkurrenz war, der Schwarze. Joker. Ja, genau. Den mochte ich wahnsinnig gerne. Ja, geil. Und ich stehe irgendwie auf diese Art von Spieler und finde ihn mega sympathisch auch irgendwie. Und also das ist jetzt mein Lieblingsspieler, aber ich hatte zum Beispiel, als da wart ihr noch gar nicht auf der Welt, hatte ich als Lieblingsspieler Lothar Schemer. Das war so ein Vorstopper bei der Eintracht. Das war so ein Metzger-Typ, so ein Blonder, der ist jetzt gestorben vor einem Jahr, war auch auf der Tafel mal kurz oben, auf dem Video-Dings. Und also ich habe da schon immer so eine Vorliebe irgendwie für die etwas unorthodoxen Abwehrspieler gehabt. Also von daher ist es jetzt nicht, dass es der spielerisch beste Spieler war oder so. Hast du das Interview von Da Costa gesehen bei Eintracht TV? Also kannst du aber bei YouTube angucken, wo er nach dem Pokal einfach darüber spricht, ne? Ist mir sehr imponiert. Das war eine sehr reflektierte Art und Weise, wie er über den Erfolg spricht. Und du merkst, wie er ihn das auch mitnimmt, positiv, aber wie grundsympathischer auch einfach ist. Also da hat er für mich nochmal extrem gewonnen. Ich glaube, der ist auch sehr geerdet, weil er halt auch echt viel Scheiße mitgemacht hat. Ja, der galt als dieses Riesentalent und war auch, glaube ich, in dieser U17-Mannschaft, die damals so abgegangen ist und ist dann aber, hat eine schwere Verletzung gehabt und hat es in Leverkusen nicht gepackt. Ist ja dann, glaube ich, nach Ingolstadt ausgeliehen worden. Das ist auch nicht so gut gelaufen. Ein Jahr geil. Interessant ist das aber, da ist eine Qualität oder sagen wir mal, vielleicht auch eine gewisse Sturheit vom Kovac, dass er an bestimmten Spielern dann auch mal so festhält. Ja. Also, dass er den dann trotzdem auch mal lässt, wo dann viele schon sagen, ja, oder auch war letztes Jahr das beste Beispiel, wo alle schon gesagt, was macht der schon wieder dahin? Und dort hat ihn irgendwie immer wieder aufgestellt, irgendwie. Also, war interessant zu beobachten. Ja. Also, das ist mein, aus mehr persönlichen Gründen, Sympathie, Bonus und so weiter, ist das mein Spieler der Saison. Okay. Ich muss trotzdem, auch unabhängig vom Pokalfinale, hätte ich trotzdem Ante Rebic gewählt, weil man so krass gemerkt hat, als er gefehlt hat. Also, es ist für mich trotzdem,
Aber es ist auch eine persönliche Nummer. Ich würde fast sagen, dass es Spieler gibt, die wichtiger waren, Abraham Boateng. Aber für mich ist Ante Rebic so ein Spirit-Player, wo ich denke, das ist ein Spieler, den mache ich mir wieder aufs Trikot. Also das ist so, ich habe jahrelang hatte ich nicht so das Gefühl, ich mache mir jetzt Eigner, mache ich mir nicht aufs Trikot. Das Rebic ist für mich so ein, den mochte ich, als er hier schon herkam, weil ich auch so ein bisschen seine Karriere vorverfolgt hatte bei Florenz. Da war ich traurig, dass er nach Leipzig ist, weil ich irgendwie feiere ich den und das ist für mich mein Spieler oder so. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es eh mein Lieblingsspieler ist. Ja, wäre ich fast mitgegangen, aber ich sage, der Prinz ist für mich, also gerade dieser Charakterspieler, hatte man ja vorhin auch schon drüber gesprochen, der auf dem Platz steht, der räumt mal einen ab, der überpaced vielleicht auch mal mit 110%, aber das ist in Ordnung und finde ich geil, finde ich ein cooler Typ. Du hast vorhin gesagt, Basti, das ist der Typ, mit dem gehst du in die Disco und der schlägt sich dann so ungefähr für dich. Nein, das finde ich super. Das ist so dieses auf den Boden gucken. Wir hatten vorhin das Thema auch nochmal, in der Mannschaft hattest du oft Spieler, die, oh je, jetzt wird's schwierig, dann bin ich raus, und er ist wirklich jemand, ja, dann wird's erst interessant, und dementsprechend ist eigentlich der Prinz für mich auch der Spieler. Was ich bei dem mag, ist, wenn der gefoult wird, wie cool der damit umgeht. Ja, stimmt. Das ist wirklich, weil er sagt, der du siehst, ja, ich teile ja selber auch aus, ich bin auch bereit einzustecken. Das genau. Habe ich bei keinem Spieler der Bundesliga so deutlich gespürt wie bei ihm. Das ist also wirklich, wenn der liegen bleibt, dann ist wirklich wenn was der, passiert. Wenn der liegen bleibt, wenn der mal auf den Boden klopft mit der Hand, so panisch, dann ich brauche medizinische Betreuung, dann weißt du, dass er wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten stirbt. Ja. Das ist so, ja. Der zeigt dem Gegenspieler auch nicht, du hast mir nicht wehgetan, Digga, bild dir gar nichts ein. Ja, aber auch wie er verzeiht, auch wie er, ja. Wenn jemand kommt und so dann kurz so abwinkt, macht keinen Aufhebens drum, ich finde das mega cool. Ja. In welchem Spiel war das, wo danach dann dieses Bild war, wo er da steht und die beiden Spieler da liegen? Das sind aber diese Szenen, die braucht diese Mann, ja. Wo er davor 2 Spieler umgecheckt hat und steht dann so, ja, was ist passiert? Ja, das ist schon cool. Das ist schon gut. Okay, Acosta, alles klar. Rebic, Boateng. Bei mir ist es auch Boateng, muss ich ganz klar sagen. Bei Boateng natürlich aus den Gründen, die du angeführt hast, aber natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass ich finde, die Außenwirkung, die Boateng einfach auch mit sich trägt. Also das hat er die ganze Saison auch mitgetragen. Er hatte selbst, erinnern wir uns, wo er das Ding, ich weiß nicht, war das H&M, die Situation, wo H&M ein Kind so irgendwas mit Affen angezogen hat, wo er gesagt hat, Leute, so geht's nicht, so, weißt du? Und wo er sich auch wirklich geäußert hat, alltägliche Rassismen. Er ist ein Spieler, der das dann auch vokal macht, weil er genau weiß, dass er sich die Position hat. Aber er macht es nicht auf so eine unsympathische Weise, wie manche machen, die sich selber damit produzieren. Genau. Es ist authentisch. Genau, er sagt es auch nicht auf eine überempörte Weise, sondern sagt, hier Leute, es geht nicht. Ja, genau. Er passt halt zum Verein. Der Verein hat eine klare Meinung und nimmt die ein, und er als Spieler halt auch. Was passt. Aber er ist authentischer als viele andere Botschafter. Genau. Ja, authentisch auf jeden Fall, und er hat eine andere Führungsmöglichkeit, weil er auch gleichzeitig den ganz kleinen Jungen zeigen kann, was hier Sache ist. Also wie dieser Verein auch für diese kurze Zeit, egal wie lange er bei der Eintracht bleiben wird, er wird für ewig in meinem Herzen bleiben, allein dadurch, durch diesen Zeitraum. Weil was er bei uns am Anfang ausgelöst hat, am Anfang der Saison, wo wir ausgeflippt sind, wo wir gedacht haben, geil, der Boateng kommt jetzt wirklich zur Eintracht. Wir können hier den nächsten Schritt gehen. Das haben wir in diesem Anfang, von einem Jahr haben wir das gesagt, weil wir gedacht haben, krass, das ist ein Spieler von einer ganz anderen Qualität, und er hat das geliebt. Ich habe das nicht gesagt. Ich war skeptisch, ob er das abrufen kann, weil das so schwankend war. Also ich war nicht sicher, ob er nicht so quasi, ob das so der Herbst der Karriere ist und dass wir den so durchschleppen müssen. Das war mein Bedenken. Ich hatte keinen spielerischen Optimismus wie ihr. Ich war ganz skeptisch und muss sagen, bin völlig überzeugt worden und mit jeder Woche mehr immer sympathischer auch. Auch jemand, der aus seinen alten Fehlern gelernt hat, irgendwie, der bestimmte Dinge nicht mehr macht, irgendwie, der echt eine beeindruckende Entwicklung hat, irgendwie auch als Typ. Ja. Für sich und auch für den Verein. Und wie gesagt, wenn ich halt jetzt am Sonntag, siehst du am Römer oder siehst du an der Paulskirche oder so, wo es die Übertragung gab, weil die ja nicht alle in Römer konnten, das waren kleine Boateng-Kids. Aber das ist das Lebensgefühl der Eintracht und der von Frankfurt generell. Das ist diese Multikulturalität, wo es scheißegal ist, ob dein Kopf. Die auch mal ein bisschen drüber ist. Ja. Also die ist ein bisschen drüber, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern er steht selber mit dem Bengalo da. Ja. Und muss dann selber mit der Kritik, die dann kommt, umgehen. Es war nur eine Rauchfackel, bitte. Ja, sorry. Aber genau ja, so. Aber es ist es doch. Also er macht selber manchmal und hat früher Sachen gemacht, und ihm glaubst du das ja auch. Ich glaube, dass er auch so einen Spieler wie Wolf viel besser in die Hand nehmen kann als ein anderer, weil er sagt, hier, Digga, das habe ich alles schon hinter mir. Ich habe auch da gehockt, habe mir 4 Autos gekauft, denke ich, da geht's mir besser oder was. Ich bin mal gespannt, ob der Wolf, wenn er weggeht, ob er so jemand findet. Ob genau. So jemand denkst, oder ob der nicht vielleicht nach einem Jahr Dortmund oder so sagt, irgendwie,
Alter, das hätte ich mal lieber bleiben lassen sollen. Ich muss echt sagen, im Moment ist es auch wirklich, kannst du mir erzählen, was du willst. Klar, Dortmund hat nochmal das größere Stadion. Ich finde es nicht geiler als unseres, überhaupt nicht. Mir ist es eine Spur zu martialisch von der Stimmung her. Und ich bin, im Moment ist es so, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, ich würde, wenn wirklich ohne Scheiß, wenn ich Eintracht-Spieler wäre, jetzt nach dem noch mit dem Pokalsieg im Dings, ich würde mir das tausendmal überlegen, welcher Verein ist es denn überhaupt noch, der wirklich mehr Anreiz hat. Der Radetzky wird sich auch, der klar sagt er jetzt cooler Club und sowas, weißt du, Leverkusen, der hat das dreimal bereut, bin ich sicher. Weil sein Vater hat sich für ihn verzockt, irgendwie. Ich glaube nicht, dass er sich verzockt hat. Aber Ich korrigiere, nicht verzockt, aber er hat halt eben auf so einem unglaublich hohen Level gezockt, dass es dann irgendwann kein Zurück mehr gab, dass der jetzt das einfache verdient. Aber ob das wirklich cooler ist, ich meine, der ist ein toller Torhüter, der macht ja auch einen Verein besser. Also die werden sich schon freuen, dass der kommt. Aber dann nehmen wir den vielleicht mal wieder raus, aber so bei Wolf und sowas, bei der Eintracht auch in der Vergangenheit gesehen, Russ ist nicht glücklich geworden, Ochs ist nicht alle, die zu Wolfsburg und siehst jetzt Patrick Ochs, was für eine tragische Karriere ist auf einmal. Sebastian Jung, der noch spielerisch besser war als Ochs. Wir hatten die Diskussion ja letztens auch, dass man, als über Hector und Horn ging, da war alle wundern sich, warum bleiben die der Nationalmannschaftskarriere. Ich glaube trotzdem, dass unterschätzt wird, dass Spieler wie Totti, Gerrard, die Spieler sind, an die wir uns öfter erinnern, als an den 60. Mittelfeldspieler, der bei Chelsea irgendwo auf der 6 gespielt hat. Und das, ich glaube, das wissen aber mittlerweile Spieler, weil ich glaube, mittlerweile verdienst du überall so viel, dass ob du jetzt bei der Eintracht 3 Millionen kriegst oder in Leverkusen 5, ich würde auch überlegen, weil ich glaube, meine Gott, Millionen sind, du bist schon Millionär sowieso und du kriegst ja bei der Eintracht jetzt nicht mehr wie 200.000 Euro oder so, sondern wenn du einigermaßen gut bist, kriegst du bei der Eintracht auch deine 2. Was mich wundert bei Wolf ist dann trotzdem, dass ich meine, klar, dass ich weiß, dass ich bin da immer auf dieser naiven Fährte da unterwegs, aber das ist so, dass trotzdem, dass jetzt ist er doch endlich mal so spielerisch auch da angekommen, wo er denkst, das war in Frankfurt, das hat vorher nirgendwo funktioniert und das ist irgendwie, wieso sagt da nicht jemand, Mensch, ich spiele in einem geilen Stadion, ich spiele in einer Mannschaft, mit der ich kann, ich habe mit dem Boateng auch noch einen geilen Buddy und sowas, wieso bleibe ich nicht hier irgendwie und versuche mich noch weiterzuentwickeln, jetzt kommt noch ein neuer Trainer, der anscheinend auch gut mit jungen Spielern umgehen kann, also warum ist das so? Vor allem spielt die Eintracht europäisch jetzt. Ja, und jetzt spielen wir noch Europa League irgendwie. Warum geht er da nach Dortmund irgendwie? Ich bin mal gespannt, wann Dortmund sich wirklich erholt haben wird, auch wenn die jetzt in der Champions League sind, der Verein hat immer noch mit diesem Anschlag zu tun, da können wir erzählen, was er wollen. Der Verein ist emotional extremst noch angenockt und das ist auch nicht gesagt, dass nur jetzt 2 Monate WM und Dings, dass das gleich, ich meine, ich hoffe, dass das irgendwann mal vorbeikommt, weil Dortmund ist ein cooler Club und hat uns gerade als Bayern Kontrahent auch mit Klopp und sowas viel Spruch und Freude gemacht, muss man schon sagen, aber ich halte es, also komisch, manchmal denke ich so, boah, Alter, bleib doch einfach mal noch. Und ob es mit Favre klappt, er ist auch ein sehr einbrütiger. Ich wollte gerade sagen, was er in ihm gesagt hat, das ist jetzt so, das ist ein sehr instabiler Club, auch durch äußere Einflüsse, die gar nicht beeinflussen können. Aber dann ist mir Tuchel, war viel Kram irgendwie, wo du gedacht hast, merkwürdig. Ich glaube, wenn du dann jetzt Favre holst, ich weiß nicht, ob die nicht wissen, dass das nicht vielleicht nicht viel, viel besser wird, weil der, glaube ich, mit Eberl und in Berlin auch schon auch so Szenen hatte, wo er dann selber Pressekonferenzen gibt und sagt, hier, ich gehe jetzt weg und die können gar nicht mehr reagieren. Also der ist schon, glaube ich, sehr, ich glaube, dass er ein Umfeld braucht, was eigentlich sehr, sehr befriedet ist, was ihn dann auffängt. Und er ist nicht derjenige, was der Umfeld auffangen kann. Das kann schnell sein. Ich bin sehr gespannt. Weil ich feiere ihn als Fußballfachmann sehr. Ich auch. Also ich würde gerne mit ihm auf dem Dachboden sitzen, mir alte VHS-Kassetten von irgendwelchen Spielern gucken, dann zeigt er mir hier, der Baresi, guck mal, der hat es damals schon so gemacht. Also ich habe einen Dachboden. Also ich meine, es ist ja klar, also ich meine, du guckst ja an, Dortmund versucht schon viel Fachwissen jetzt wieder reinzubringen, mit Sammer als Berater, du hast Kehl, als der das Umfeld beruhigt, der ein cooler Typ ist, ein sehr sympathischer Mensch ist und der aber gleichzeitig die Fans dann auch einigermaßen befrieden kann. Das ist schlau gewesen. Genau, weil du natürlich die emotionale Komponente nicht über Sammer reinholst, weil der Taktikfuchs ist aber auch so ein bisschen weirder Typ, so, ne? Aber da müssen wir es abwarten. Ich glaube, es kann für Wolf, wenn, dann kann Dortmund schon gut funktionieren. Hätte es mir aber natürlich auf einer emotionalen Ebene auch gewünscht, dass er sagt, er hängt jetzt noch ein Jahr dran, spielt Europa League. Für ihn wäre das jetzt auch nicht so dramatisch. Gut, aber wer weiß, vielleicht passiert das ja noch. Ja, klar. Keine Ahnung. You never know. Deiner fehlt. Genau. Jetzt haben wir es sehr aus. Das ist geil, wenn man so was sagt. Sag mal ganz kurz nochmal deinen Lieblingsspiel. Dann so bei dem einen so auf einmal halbe Stunde nochmal. Die ganze Bundesliga. Ich habe Fußballkosmos geflogen. Ich habe lange überlegt und für mich wäre es Makoto Hasebe. Okay. Sehr gute Entscheidung. Bei dem ich Dass er das auch körperlich nochmal so auf die Kette kriegt. Du hast ja letzte Saison schon gedacht, der wird jetzt Step-Back-Profi.
Ja, auch gegen Selke. Sympathischer kann aber so ein Ellbogenschlag doch nicht sein. Nachvollziehbarer fand ich noch nie. Er hätte noch ein Schleifchen drum machen können, bevor ja, ja, ich habe das sowieso. Das vor allem, wenn man legt, weißt du, der liest ja, was er so liest. Ja. Und so zen-mäßig und so denkst du so, der halbe Buddhisten und dann ballert er dem einen in die Fresse. Da war nichts mit Zen. Da war nichts. Da war Rocky. Ja, genau. Und dann die Grätsche beim Spiel gegen die Bayern. Das war eine Scheiße gewesen. Wie geil war das? Da hat er sich ja fast selber noch den Fuß dabei gebrochen. Das ist unfassbar. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da sind sie motiviert. Die wollen heute. Wie der an dem Tag drauf gewesen wäre, dem hätte das Bein abreißen können, der wäre trotzdem noch weitergelaufen. Nicht zu Unrecht auch jetzt Kapitän japanischer Nationalmannschaft wieder. Ja, sehr und gut. Nächstes Jahr noch da, auch wichtig, finde ich. Ja. Dem Alter auch schon. Das musst du überlegen. Ja. Aber es ist wahrscheinlich dieser Spieler, der seinen Körper, glaube ich, auch wirklich pflegt. Der ist ja so dann der japanische Ciroberto, der dann wirklich... Obwohl er auch schon ein bisschen anfällig ist. Da haben das wir ja auch schon klar, gesagt, wir dürfen nur nicht den Fehler machen. Und das ist jetzt mal so ein bisschen... Ich will noch nicht zu weit gehen jetzt schon wieder, aber in der nächsten Saison hoffe ich, dass insbesondere auch in der Innenverteidigung ein paar Mal nachgelegt wird, dass Rust nicht wieder so viele Spiele, auch wenn ich einen Marker, hat seinen Job gut gemacht und so weiter. Aber irgendwann ist auch gut. Genau. Man muss gucken. Aber das coole Wahl auf jeden Fall. Sehr gut. Honorable Mention auf jeden Fall, Marco Rust finde ich auch, kann man auch einfach mal nennen. Einfach geiler Typ. Die Story, die er in den letzten zwei Jahren gemacht hat mit ihr Krebs und dem ganzen Kram. Und die ganze Geschichte mit Abstiegen, die er mit der Eintracht mitgemacht hat, Relegation, Eigentor. Also der hat sich jetzt auch alles, was jetzt diese Saison gewesen ist, mehr als verdient. Und er war in der Saison besser, als ich befürchtet habe. Habe ich auch gedacht. Weil ich habe gedacht, oh nee. Den konntest du bringen. Weil er hat nämlich das erste Spiel, was er zu Hause gegen HSV damals machte, da sage ich, oh Gott, das sieht aus, als wäre das so ein Charity-Game und da darf der nochmal mitspielen, der kam kaum hinterher. Ja. Da habe ich gedacht, gut, das ist jetzt Ding. Ich habe auch nicht gedacht, dass er nochmal... Dann geht er nach Miami oder so und baut sich ein Haus mit seinem Kumpel Alex Meyer, keine Ahnung. Aber dass der nochmal so krass zurückkommt, dass du auch keine Angst hast ständig, wenn irgendwas kommt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich auch. War eigentlich die sicherere Nummer hinten als Fayet. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Fayet verdrängt, also muss man sagen. Also das ist wirklich eine richtige körperliche Leistung, die er nochmal an den Tag gelegt hat, halt auch mit dieser... Aber ich finde es eigentlich schwierig, da ein Spiel rauszunehmen, weil im Endeffekt muss man Abraham auch nennen, wenn man sagt, Abraham ist so dieser... Salcedo hat sich auch rangekämpft, wenn man überlegt, der vier Wochen nach Prognose ist er wieder da mit der kaputten Schulter und ballert sich im Pokalfinale da voll rein. Auch ein Jovic, der in schwierigen Situationen kam, auch als Einwechselspieler eigentlich immer geliefert hat, super Tore gemacht. Ich glaube, der hat genauso viele Tore gemacht wie Haller. Er hat genauso viele Tore gemacht wie Haller. Er ist, glaube ich, auch von den Einwechselspielern diejenigen, die am wenigsten Zeit für die Tore gebraucht haben. Da gibt es auch irgendwie so eine... Willems ist auch einer, wo man denkt, Gott, der hat es auch in seinem ersten Jahr schwer gehabt, hat dieses Tal durchschritten, kam auch wieder zurück. Aber dafür dann Timothy Chandler, der auch wirklich einen harten Ritt hinter sich hat. Also sagen wir mal, zwischen mittendrin mal ein Tor gemacht irgendwie und sowas und du dachtest, was für eine Bank da hinten, linker Außenverteidiger, geil. Und dann ist er nicht mal im Kader beim Endspiel. Also es war schon, Alter, der hat mir leid getan, muss ich nicht anders sagen. Die Saison seines Lebens gespielt, da ist auch fraglich, der nochmal... Auf der anderen Seite der Medaille hast du halt auch Spieler, wo ich es nicht erwartet hätte, dass sie wirklich so aus dem Fokus geraten. Standera, Barkok, die sind ja am Ende gar nicht mehr in den Kader gerutscht. Dass Stendera mal so ein Hoffnungsträger war. Das war eigentlich, den sollte man das alles aufbauen. Alles, genau. Ja, ja. Der jetzt immer noch erst 22 ist, was auch krass ist. Krass. Hat er nicht sogar diese Saison mehr auf der Tribüne als irgendwie auf der Bank gesessen? Sein, aber wenn du dir überlegst, das Stendera, da haben wir echt gedacht, okay, der spielt jetzt schon so lange bei der Eintracht, der ist bestimmt schon 25, habe ich letztens gedacht. Dann habe ich nachgeguckt, der ist erst 22 Jahre. Wahnsinn, da hatten wir ja zwischenzeitlich echt Angst immer, dass der uns Leipzig wollte, den uns damals verkaufen. Ja, wir alle, boah, Stendera muss bleiben, das ist der Grabowski der Zukunft und sowas am Arsch. Das ist irgendwie krass eigentlich. Ja, spannend, was jetzt dann aus dem Kader für die nächste Saison wird, was der neue Trainer. Die Karten werden neu gemischt. Da draußen aber macht. Geil, wie man sich diese Kartenmischung einfach entspannt anschauen kann, finde ich. Also ich bin jetzt gar nicht mehr so, dass ich mir, ich muss lesen, wer wird Trainer und was macht der. Ich habe wirklich zu diesem Verein, jetzt nicht nur, weil wir hier entspannt als Pokalsieger sitzen, sondern ich habe zu dem Verein tatsächlich irgendwie mein Urvertrauen ist unheimlich groß wieder. Und ich denke dann auch wenn ein Rebic jetzt vielleicht dann von Barcelona gekauft wird, aber ist ja alles machbar jetzt im Moment noch irgendwie. Noch, lass ihn noch eine gute WM spielen, dann werden wir den nicht halten können und sowas. Aber ich bin trotzdem, ich glaube, die wichtigsten Positionen sind oben in der Etage. Das ist so Bobic und so Leute irgendwie. Auch Hellmann kann man übrigens, klar, ist so ein bisschen so eine Bankererscheinung und sowas, aber auch kein unrechter Typ irgendwie. Und die machen das schlau. Und ich glaube, wir haben den nächsten Schritt jetzt schon gemacht. Wir sind Achter geworden und Pokalsieger, wir sind Spieler Europa League. Das war vor der Saison die Hoffnung irgendwie, nach ein paar Wochen irgendwie. Und das im Moment, ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr mit dem Abstieg zu tun haben oder so. Ich glaube, dass der Verein, der hat eine ganz gute Zukunft.
Und ich sehe uns eher so, ich sehe uns immer im Fahrwasser von Gladbach oder sowas. So Gladbach, die dann mal weg waren und dann, und die werden auch die nächsten Jahre, die werden das immer einigermaßen gut machen. Jetzt war es mal nicht ganz so gut, aber wer weiß, ob es nicht nächstes Jahr wieder angreift. Aber es ist lustig, dass du es ansprichst, weil der Marvin und ich hatten genau das vor, keine Ahnung, vor ein oder zwei Jahren gesagt und da hat uns jetzt gestern ein Hörer daran erinnert, dass wir mal gesagt haben, ey, wir würden gerne einen Fünfjahresplan wie Gladbach haben. Und jetzt sind wir wirklich schon in dem ersten oder zweiten Jahr davon. Dass du wirklich, jetzt wird die Geschäftsstelle, wird dann neu gebaut, das wird alles. Du investierst jetzt nicht nur auf dem Platz. Du bist einigermaßen, ja, du bist auch so ein bisschen in der Bundesliga angekommen. Du hast das Gefühl, wenn irgendwo eine Bundesliga-Sendung ist, wird auch ein bisschen mal über die Eintracht gesprochen. Früher hast du das Gefühl gehabt, die Eintracht spielt dort gar nicht mit. Ja. Da wurde selbst mehr über irgendwelche. Ja, selbst wenn jemand von der Eintracht eingeladen wurde. Ja, wenn genau. Wenn Hochhagen da saß, dann wurde immer so partizipiell drüber geredet und dann dachte ich war ja auch mal bei Sky 90 und das war an dem Tag, wo die noch Dortmund geschlagen haben, war da noch Klopp? Ja, war Klopp war noch Dings, genau. Das war, wo Sebastian Jung das 3-2 gemacht hat. Und da war ich auf jeden Fall in München und dann, bis wir mal zum Thema Frankfurt kamen, ist mir die Fresse eingeschlafen. Immer noch mal, ja, das ist echt bitter. Und ich glaube aber dadurch, dass du jetzt auch diese Person hattest, wie Boateng, die natürlich auch polarisieren, aber die endlich auch Typen sind, dann kriegst du das halt, das Problem müssen wir aber jetzt auch stabilisieren. Das muss jetzt dauerhaft so sein. Und natürlich, was du gesagt hast, oder auch du, Basti, die Typen müssen halt auch halten, auch gerade so wie Leute wie Bobic, die müssen gehalten werden, weil das Konstrukt ist immer noch relativ wackelig. Das ist erst im Aufbau befindlich und wir müssen erst noch ein paar Schritte, ein paar Jahre mit denen gehen. Auch der Kaderplaner Ben Manga, den dürfen wir jetzt auch nicht einfach so ziehen lassen. Genau das, weil du siehst, wie fragil das sein kann in Köln. Genau. Da, die haben, glaube ich, sich auf einen ähnlichen Weg gewähnt. Die haben gedacht, Schmattgestege, das passt alles. Präsidium Europa, alles ist befriedet und zack, innerhalb. Das ist ja, das kann ja, muss man ehrlich sagen, hat man nicht kommen sehen. Nee. Man immer schlauer, irgendwie Horrorvorstellungen, wo du auch dachtest, Schmadtke und Stöger sind so irgendwie, so auch inhaltlich und wahnsinnig erfolgreich und so. Und dann auf einmal Pustekuchen. Ja. Genau, deswegen aber dann auch in der Jugendarbeit müssen wir sehen, dass das sich weiter forciert. Wir haben mit Pizza Juli jemanden, der die ganze Jugendarbeit übersieht, was ich richtig klasse finde, der auch Bundesliga-Erfahrung hat. Da müssen wir auch kontinuierlich besser werden. Aber wenn diese Rädchen ineinander laufen, dann können wir echt den nächsten Schritt machen. Ja, aber da kann halt aber auch immer eine Saison dazwischen kommen, wo du halt 13. Ja, ist ja kein Drama. Egal, weil du im Hintergrund, wie du es gesagt hast, so 2, 3, 4, 5 Jahrespläne neben dem Platz irgendwie verwirklichst. Und das hat ja. Der Marvin hat es, glaube ich, gesagt, warum er auch immer so ein bisschen uneins mit der Eintracht war, weil du hattest früher das Gefühl nicht. Früher hatte ich immer das Gefühl, die Eintracht plant von Jahr zu Jahr so ein bisschen. Dann guckst du mal und wir machen das und das mit dem Eintracht TV brauchen wir nicht und hier Social Media ist auch nicht so wichtig und wir gucken mal und dann ist die Eintracht teilweise ja wirklich auch ins Pokalfinale gekommen, alles gut. Aber so wirklich, dass du denkst, okay, wir lassen hier was entstehen. Das war nicht immer so. Kein roter Faden auch. Genau. Nee, den hat es jetzt definitiv. Also man versucht da jetzt wirklich an allen Stellen diese Stellschrauben zu drehen. Und das dauert halt auch, glaube ich. Alleine, dass Quatsch kommen musste und sagen musste, ey, wenn wir hier die Kabine nicht umbauen, erkälten sich hier reinweise die Spieler. Da fragst du dich, wer hat denn da vorher trainiert? Wie kann das ein Armin Fee, war der so angesoffen noch, dass er das nicht merkt, dass es hier zieht, dass die Spieler reinweise krank werden? Unglaublich. Das kann ja wirklich eigentlich heutzutage im Bundesliga. Nee, das kannst du dir nicht erlauben. Aber wie krass daran, da habe ich komplett vergessen. Das war das Erste, was du wolltest sagen, wo ihr herkommt und sagt, ey, wir müssen mal die scheiß Kabinendinger hier umbauen, das kann nicht wahr sein. Ja. Dann werden wir alle, ihr kriegen Lungenentzündung. Und du denkst hier, das hört sich an, als wäre die Oberrad 05 Grad umgestiegen. Ja, dann hier, wirklich. Schau, du musst die Kabine umbauen. Wir brauchen warm Wasser. Wir brauchen warm Wasser ab sofort. Wir müssen die Schuhe putzen. Für die Bundesliga. Allein für die Gegner ist ein Blamage mit der Frau in der Rostwasser in dem Kalte da. Genau, so wirkte das, ja. Wow, aber schrittweise wird es. Ich finde, das ist ein guter Moment, jetzt irgendwie aufzuhören, oder? Finde ich auch einen guten Sendungstitel. Wir brauchen warmes Wasser. Wir brauchen warmes Wasser, das ist ein sehr guter Titel. Damit hätten wir den Sendungstitel und unser Saisonfinale erreicht. Was für eine Metapher. Ja. Boah, wir brauchen warmes Wasser. Besser wird es nicht mehr. Zielgerade für heute. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Wir überlegen uns, ob wir nochmal irgendwie so eine kleine Sonderfolge in der Sommerpause machen. Der Marvin hat sich da so ein Thema ausgedacht, das könnte schwere Kost werden, aber wir gucken mal. Bild sammeln im Frankfurter Wald. Einfach mal sowas ganz anderes. Ja, genau. Das ist ja auch geil. Bild sammeln. Ja. Schauen wir mal. Wir danken allen Zuhörern, Zuhörerinnen, Feedbackgeberinnen, Feedbackgebern und vor allen Dingen allen Unterstützern und Unterstützerinnen, die uns durch die Saison begleitet haben. Wir haben eine ganze Reihe von denen in Berlin auch treffen dürfen, uns mit denen unterhalten. Es war großartig, es war ein Fest, davon werden wir auch lange zehren hier als
Podcast-Team und ich würde sagen, damit machen wir den Sack zu. Vielen Dank, Henny, dass wir hier auf deiner Terrasse sitzen, Dankeschön, deine gern. Kekse essen und dein Wasser trinken dürfen. Ja, ich krieg noch 74 Euro. Ja, Dennis zahlt, der hat jetzt seinen Kaffee. Ja, ja. Genau, und vielleicht schaffen wir das nochmal. Vielen Dank. Jederzeit bin ich dabei. Dann kommt jetzt das Outro. Auf Wiederhören.